Jetzt Markus Lanz live aus Bremen. Mit dabei Sylvester Stallone und das Musical Rocky, Harrison Ford und Cher. Wetten, das jetzt in ORF 1. Die folgende Sendung wird für blinde und sehbehinderte Menschen im Zweikanalton Audio kommentiert. Auf Tonspur 1 hören Sie den Originalton, auf Tonspur 2 die akustische Bildbeschreibung. Live aus Bremen, Europas erfolgreichste Show. Wetten, das? Heute mit diesen Stars. Harrison Ford. Sylvester Stallone. Helene Fischer. Cher. Anja Kling. Ruth Maria Kubitschek. Matthias Schweighöfer. Und hier ist Ihr Gastgeber, Markus Lanz. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank. Das tut gut. Herzlichen Dank. Guten Abend, Bremen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Wir melden uns live aus Bremen. Die Abende werden länger, die Abende werden dunkler und die Gesichter länger. Und deswegen wollen wir dem heute entgegenwirken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Freue mich sehr. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank. Ist gut. Vielen Dank. Freue mich sehr. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend nochmal. Ich weiß, warum Sie es machen. Botschaft angekommen. Freue mich sehr. Und ich muss sagen, dafür, dass es dieser Sendung angeblich so schlecht geht, sind Sie sehr gut drauf. Schönen guten Abend nochmal. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause. Schönen guten Abend nach Österreich. Küss die Hand. Und einen schönen guten Abend selbstverständlich auch nach Südtirol, von wo wir heute noch eine spektakuläre Außenwette sehen werden. Und bevor wir anfangen, erlauben Sie mir noch kurz eine persönliche Bemerkung. Es gibt etwas im deutschen Fernsehen, das einmalig ist. Und das ist diese Liebesbeziehung, so muss man das, glaube ich, nennen, zwischen Ihnen, dem Publikum zu Hause und dieser Sendung, Wetten, das. Und wie das so ist, in so einer 30-jährigen, so lange geht das jetzt schon, in so einer 30-jährigen Ehe, da kracht es dann auch schon mal so ein bisschen. Und da kommt mal so ein Partner ein wenig aus der Spur oder so wie wir auch noch mal in so eine verspätete zweite Pubertät. Wir haben das alles verstanden und raufen uns deshalb wieder zusammen und verfahren also getreu dem Motto einer jeden guten, funktionierenden Ehe. Schatz, ich habe nie an Scheidung gedacht, aber dafür öfter mal an Mord. In diesem Sinne, auf eine schöne neue Saison und vielen Dank. Und wir haben eine Sendung, vielen Dank, wir haben eine Sendung auf die Beine gestellt, von der man sagen kann, dass sie tatsächlich spektakulär ist. Wir haben Weltstars am laufenden Band. Harrison Ford wird gleich bei uns sein. Sylvester Stallone wird gleich bei uns sein. Cher wird gleich bei uns sein. Ist die Ecke verstanden? Helene Fischer wird bei uns sein mit einer besonderen Performance. Ruth Maria Kubitschek, die Frau,
die ich seit kurzem Rutilein nennen darf. Und wir freuen uns natürlich auf Anja Kling und auf Matthias Schweighöfer. Und herzlichen Dank. Und wir haben ein paar spektakuläre Wetten, unter anderem eine Straßenwalzenwette, eine Wette, von der wir bis heute Mittag nicht so genau wussten, ob die überhaupt funktionieren würde, weil dieses schwere Ding unseren Hallenboden ein wenig ramponiert hat. Und wir haben eine Außenwette, ich habe es eben schon angedeutet, aus Südtirol, wo ein paar starke Männer etwas ganz Besonderes vorhaben. Und deswegen schalten wir gleich mal hin an den Kalterer See, wo ein Mann auf uns wartet, der mal als Showpraktikant angefangen hat und mittlerweile, Stichwort 1, 2 oder 3, eines der beliebtesten ZDF-Gesichter geworden ist. Hallo Elton, kannst du mich hören? Moin, moin. Ja, hallo Markus, hallo Bremen, hallo Südtirol. Ich bin hier in Kaltern in Südtirol und wundern Sie sich bitte nicht, Ihr Fernsehton ist in Ordnung. Ihr Fernsehton ist in Ordnung. Meine Stimme ist plötzlich völlig weg. Das liegt daran, dass ich A, erkältet bin und B, die Jungs hier ordentlich angefeuert habe. Du hast es ja schon gesagt, 5 Südtiroler Supermänner haben hier eine sehr... Darf ich noch mal ganz kurz dazwischen? Kaltern liegt ja an der Weinstraße. War auch Alkohol im Spiel bei dieser Stimme? Natürlich nicht. Nein. Was soll denn diese Frage? Muss noch mal investigativ nachfragen. Ich bin empört, ich mache Kinderfernsehen. Nein, kommen wir wieder zurück. Okay. Also 5 Tiroler Supermänner haben eine wirklich spektakuläre Wette. Sie wollen eine Blaskapelle über den Kaltenauer See hier schwimmend ziehen. Und jetzt fragt man sich, wie? Die Kapelle steht, man sieht es hier schön, auf einem 28-Tonnen-Schiff. Und dieses Schiff wollen die 5 ziehen. Schwimmend. 50 Meter, 2,5 Minuten haben sie dafür Zeit. Und ich schone jetzt erstmal noch ein bisschen meine Stimme und feuer die Jungs trotzdem weiter an und gebe zurück zu dir. Ja, und ich trinke natürlich keinen Wein. Pass auf, kleiner Tipp von mir. Wenn du willst, dass Südtiroler maximal schnell schwimmen, stell Berlusconi hinten auf das Schiff, dann hauen die ab. Das geht ganz, ganz schnell. Ja? Wir sehen uns gleich. Das wird eine großartige Wette. Freue mich sehr. Ja, das wird super. Und wir sind natürlich auch in Bremen. Vielen Dank. Haben eine tolle Stadtwette vor. Sie wissen, gleich kommt Harrison Ford. Harrison Ford, Indiana Jones. Und ich glaube, da sitzt schon einer, der so ähnlich aussieht wie dieser Indiana Jones. Und damit hat auch unsere Wette zu tun. Also, ich trage mal vor. Ich wette, dass Bremen es bis zum Ende der Sendung, schönen guten Abend, nicht schafft. Und jetzt kommt's. 100 Beamte und Angestellte der Hansestadt Bremen in Indiana-Jones-Kostümen hier auf die Bühne zu bringen. So sollten sie in etwa aussehen. Ja. So sollten sie in etwa aussehen. Also alles, was Sie haben müssen, ist ein Schlapphut, dann diese Peitsche. Können wir die bitte einmal noch mal ganz deutlich zeigen? Diese Peitsche und dieses khakifarbene Safari-Hemd mit einem Ärmel, der rechts fehlt. Das wäre sozusagen die Idee. Ja? Peitsche wird wahrscheinlich schwierig. Ich weiß nicht, wozu man sowas heute noch braucht. Vielleicht gucken Sie einfach mal zu Hause unterm Bett oder so, ob da möglicherweise... Ich glaube allerdings, dass eine Peitsche durchaus zur Grund- und Standardausrüstung eines jeden guten Steuereintreibers und Finanzbeamten gehört. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass diese Wette gelingt. Ich würde mich freuen, wenn sie nicht gelingt, denn für den Fall, dass ich diese Wette verliere, werde ich etwas machen, vor dem mir jetzt schon graut. Sie alle kennen Rocky 1. Sie erinnern sich an diese berühmte Szene, in der Sylvester Stallone diesen Cocktail aus rohen Eiern macht. 5 Stück, eins nach dem anderen. Und ich würde dann für den Fall, dass diese Wette verloren ginge, tatsächlich mit Sylvester Stallone ein rohes Ei schlürfen. Wäre das in Ordnung? Das wäre unser Angebot. Ja? So. Also, 100 Beamte, 100 Angestellte der Stadt Bremen. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Kommen Sie hier in die Messehalle 4 als Indiana Jones. Und ganz wichtig, die Peitsche nicht vergessen. So, und jetzt ist es soweit.
freue mich ganz persönlich, einer der Helden meiner späteren Jugend, muss man sagen. Er war Indiana Jones, er war Han Solo in Star Wars, er war Dr. Kimble auf der Flucht. Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Von den 20 umsatzstärksten Filmen aller Zeiten hat er in 7 die Hauptrolle gespielt. Heute ist er zum ersten Mal hier in Bremen und ich freue mich wahnsinnig. Hier ist Mr. Harrison Ford. Herzlich willkommen! What a pleasure. Harrison Ford. Harrison Ford. Standing ovation. Thank you very much. Thank you. Harrison Ford. A nice welcome. Have you ever seen? Thank you. Yeah. Wherever you want. Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Harrison Ford zum ersten Mal hier bei Wetten, dass. Herzlich willkommen. Thank you. Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Ah, you never asked. Naja, Sie haben nie gefragt. No, I'm delighted to be here now. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist ja wirklich toll hier. Eine fantastische Bühne. Drehen die sich oder wir? Ah, wir drehen uns. Noch dreht sich die Bühne, aber ein Wahnsinn. Herzen, wir haben gerade überlegt, wir brauchen zum Ende der Sendung 100 Beamte im Indiana Jones Outfit. Und die große Frage ist, wo kriegen wir Peitschen her? Not my department. Das ist jetzt so nicht meine Abteilung. I got it from the prop department. Ich bekomme die immer von den Requisitenleuten. Ich verstehe. Harrison, Sie sind einer, von dem ich weiß, dass er selber Pilot ist, Fluglizenz hat. Selber hierher geflogen nach Bremen oder fliegen lassen? No, I came with a bunch of other people. Nee, ich bin mit anderen Leuten hierhin geflogen. Ich bin selbst geflogen. Ich sehe so viele Städte und ich reise so viel. I don't want to take on the burden of flying. Also da will ich nicht noch ausgerechnet gleichzeitig fliegen. Aber Sie haben selber auch Flugzeuge. Wie viele? Schwer zu zählen, oder? I have a few. Ich habe ein paar. I have a few. I have, ich habe sieben. It's a hobby. Es ist mein Hobby. It's a, not a hobby. It's, also, was heißt Hobby? It's more like a vocation. Es ist eigentlich ein bisschen so eine Art Berufung, eigentlich so meine zweite Arbeit sozusagen. Something I take very seriously. Und es ist etwas, was ich sehr ernst nehme. Also, das bringt auch sehr viel Verantwortung mit sich, nicht? Wenn man für ein Flugzeug verantwortlich ist. Also, ich nehme das sehr ernst. Aber es ist natürlich etwas, was ich vor 12 Jahren angefangen habe zu machen. Ich hatte eigentlich eine Zeit lang nichts gelernt. Und Fliegen fand ich immer faszinierend. You know, it grew on me. Naja, und dann ist es einfach so weitergewachsen. Ich habe ein Flugzeug nach dem anderen gekauft. Sie sind alle verschieden natürlich. Und ich fliege immer nur eins gleichzeitig. Das ist das Problem, das es dabei meistens gibt. Harrison, lass uns ganz kurz über diese Geschichte sprechen. Ich habe gehört, dass es durchaus vorkommen kann, dass Sie auch Menschen aus Not irgendwo retten. Also, dass dann Sie derjenige sind, der als Rettungsflieger daherkommt mit dem Hubschrauber. Ich habe ja mal in Teton County gelebt, in Wyoming. And I was one of the Und da war ich einer von denen, die sich freiwillig gemeldet haben für die Notfallrettungsorganisation in dem Bezirk, auch mich einsetzen zu lassen. Und ich habe meinen Helikopter geflogen bei irgendwelchen Suchen nach Leuten, die verloren gegangen sind. Oder ich habe Leuten geholfen oder meinen Helikopter zur Verfügung gestellt, um Leute aus der Wildnis zu holen. Und ein paar Mal hatte ich Glück und ich habe erfolgreich an Rettungsaktionen teilgenommen.
got to be a bit of an embarrassment. Und das wurde aber dann irgendwann ein bisschen peinlich. Warum? Weil? Well, because I would pick somebody else. Naja, ich habe jemanden gerettet und mitgenommen und zwei Tage später war es im Fernsehen und die sprachen darüber, über mich als den heldenhaften Piloten und die haben völlig vergessen, dass da mindestens 100 andere Leute an dieser Rettung beteiligt waren und ich habe ja nur den Helikopter geflogen. Aber das muss man verstehen. Also wenn du da in Not gerätst und plötzlich steigt Indiana Jones aus und sagt, ich würde dich gerne retten, wo darf ich die Mund-zu-Mund-Beatmung ansetzen? Also das würde ich auch im Fernsehen erzählen. Oder? Harrison, ich bin heute auch der Held meines Sohnes. Mein Sohn, der liebt Indiana Jones, der ist der größte Fan. Und es hat zu tun mit einer wunderbaren Szene im letzten Indiana Jones. Da gibt es diese Szene, wo sie gemeinsam mit ihrem Sohn eine Horde Russen so richtig nach allen Regeln der Kunst verprügeln. Und dann sagt der Sohn zu ihnen: Papa, ich dachte, du bist Lehrer. Und sie sagen: Ja, mein Sohn, aber halbtags. Das ist die Lieblingsszene meines Sohnes. Und wir haben einen Running Gag mittlerweile. Ich sage zu dem dann manchmal: Sag mal, du wolltest doch heute ordentlich sein, du wolltest dich doch heute benehmen. Und dann sagt er: Ja, Papa, aber leider nur halbtags. So. Welche Figur von diesen vielen Figuren, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, und es gibt ja wenige, die auch in der Lage waren, so viele erfolgreiche Kinofiguren zu kreieren wie Sie. Welche ist Ihre Liebste von all denen? Was würden Sie sagen? Oh, also die mir wirklich die Chance geboten haben. Ich mache das jetzt ja schon seit unglaublich vielen Jahren. Aber das, was mich berühmt gemacht hat, das waren diese berühmten Filme Star Wars und Indiana Jones. Und ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, diese Filme zu machen. Viele von den anderen Filmen, die ich gemacht habe, sind mir persönlich auch sehr wichtig. Ich habe jetzt so nicht die Lieblingsfigur. Also, ich freue mich einfach, dass ich die Chance hatte, all diese Figuren zu spielen. Ich spiele gerne verschiedene Figuren. Kann ich denn nach Hause kommen und Ihnen sagen, dass es noch einen weiteren Indiana Jones geben wird? Das heißt ja. Das heißt ja. Also es gibt da so eine Idee, aber das dauert noch lange, das wird noch lange dauern. Wir halten einfach mal dieses Lachen, das ist so cool, das kann nur Harrison Ford. So die Augenbraue hochziehen, so, genau. Super, super. So, es gibt einen sehr schönen Film, Ender's Game, in der ein kleiner Junge versucht, die Welt vor Aliens zu retten. Und wir schauen einmal gemeinsam rein und sprechen dann darüber, was das genau für ein Film ist. Bitte schön, Ender's Game, Harrison Ford. Und da ist er wieder, dieser Blick. Ein kleiner Junge soll die Welt retten. Was ist die Idee dabei? Er wird die Welt retten, ja. Das spielt in der Zukunft. Natürlich ist es so eine Art Science-Fiction-Film, aber anders als andere Science-Fiction-Filme, die man schon mal gesehen hat, gibt es hier sehr viel Gefühl, sehr viel Emotion. Es ist eine sehr starke Geschichte. Es geht um einen jungen Mann, der lernt, was es heißt, ein Führer zu sein und mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und ich spiele praktisch den Mann, der verantwortlich ist, ihn auszubilden. Und die Idee ist, dass es da in der Zukunft eine Weltregierung gibt und wir haben eine gemeinsame militärische Streitmacht, die internationale Flotte, und wir sind schon mal überfallen worden durch Außerirdische, das hat man ja vorhin gesehen in dem Film, und
real damage from this, und die Welt ist wirklich ganz stark beschädigt worden durch diese Außerirdischen. Und wir wissen, die kommen wieder. Und die Idee dahinter ist, dass diese jungen Menschen, dass die komplexe Daten viel schneller aufnehmen können als Erwachsene. Und diese Soldaten oder Krieger in dieser Epoche, die kämpfen jetzt praktisch so eine Art Drohnenkrieg. Das Buch ist jetzt 20 Jahre alt. Und das hat das Internet vorausgesehen und diese Touchscreen-Technologie und auch den Drohnenkrieg. Das stand alles schon in dem Buch damals und das ist ja alles wahr geworden. Also ein sehr spannender Stoff, sollten wir nicht zu viel verraten, und ein sehr visionäres Buch, auf dem dieser ganze Film basiert, am 24. Oktober der große Deutschlandstart. Harrison Ford war natürlich schon oft in Deutschland. Kommt zu unserer ersten Wette, Harrison. Waren Sie schon mal auf dem Oktoberfest? No. Nein. No. This is October, yeah? Das ist ja jetzt Oktober, ja. Nicht? So it's still on. Aber also läuft das noch? Oktober ist nicht das Wichtigste auf dem Oktoberfest. Okay. Ja. Nein, I know that. Okay, ja, das weiß ich schon, ja. Das hat er mitgekriegt. So, und wir bauen jetzt einfach mal unser kleines Oktoberfest hier auf, weil das nämlich zu dieser ersten Wette gehört. Bitte schön, Harrison Ford erlebt Oktoberfest hier in Bremen. Und das ist die Szenerie, die wir dafür brauchen. Bitte schön. Ja. Big production, everything. Deutschland. Fantastic. Yeah. Shall we go? Yeah, let's have some beer. Also, wir schauen uns das mal an, und während wir beide darüber gehen, sage ich Ihnen zu Hause noch, gibt kein Auto mehr zu gewinnen, sondern 50.000 Euro in bar für unseren ersten Wettkandidaten, möglicherweise, wenn er denn Wettkönig wird. Und das ist der Mann, um den es gleich geht. Bitte schön. Wow. Mein Name ist Dario Kiesewetter, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Hamburg und arbeite hier als Betriebswirt. Da ich halt international unterwegs bin, muss ich meistens Englisch oder Portugiesisch sprechen. Meine Freundin Katriona und ich verbringen jede freie Minute in meinem Bulli, machen gerne Trips mit dem Bus, vorzugsweise Richtung Atlantik dann zum Surfen. Und ansonsten verbringe ich super gerne Zeit mit Freunden, auf ein kühles Bier treffen. Ist eigentlich schon alles, was es brauchte. Man könnte sagen, dass zu Wetten, dass zu gehen schon Familientradition ist, weil mein kleiner Bruder 2008 auch schon bei Wetten, dass war für die Kinderwette. Und auch damals, wie jetzt bei meiner Wette, sind wir beide zusammen auf unsere Wetten gekommen. In der Wette geht es um meine Schnelligkeit, Fingerspitzengefühl und um Geschicklichkeit. Für meine Wette brauche ich ein Haus und Eier. Wenn ich Wettkönig werde, dann schnappe ich mir meine Freundin und steige in meinen Bulli und dann fahren wir Richtung Schottland, Irland und England. Dafür hat die Reisekasse bisher noch nicht gereicht, das wollten wir schon immer mal machen. So, und da ist der Mann, um den es geht. Dario Kiesewetter, herzlich willkommen. So. Hallo Markus. Dario, freue mich sehr. Komm zu uns. Harrison Ford, kennst du? Very nice to meet you. Dario, Harrison. A pleasure, really. Thank you. Love your movies, really. Seriously. Da bleibt dir mal kurz die Luft weg, ne? Oh ja. Yeah. Steht Indiana Jones und du musst gleich der Jäger des verlorenen Spiegeleis sein. Ja, leicht überwältigend hier, aber gut. Alles gut, alles gut. Beruhig dich, Dario. Bist ein bisschen nervös, ne? Ein bisschen ist gut. Wobei du das eigentlich gewohnt sein müsstest, denn deine Familie hat eine gewisse Tradition hier bei Wetten, dass. Wir haben ein paar tolle Bilder. Dein Bruder war schon mal hier bei Wetten, dass. Genau. Wann war das? Schau mal hier. Das 2008, ist die Wette. Ja. 2008? Ja. Habt ihr es wieder ausgegraben? Sehr gut. Also, einmal ein Versuch. Michael. Okay, und hoch mit dir. Geben wir noch.
Ich saß da vor dem Fernseher, weil ich Klausuren schreiben musste. Ja. Und ich war so gespannt. Oh, dann ist der an diesen Dartpfeilen da hochgeklettert, ne? Genau. Sensationell. Ich bin immer noch aufgeregt für ihn. So. So sehen. So sehen Wetten, dass Familie aus. Michael ist, glaube ich, auch hier bei uns, ne? Michael ist da. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo. Wo sitzt er? Ich weiß nicht. Da ist er. Da ist er. Michael, schön, dass du da bist. Bisschen älter geworden, glücklicherweise. Du siehst toll. Möchtest du kurz mal Harrison Ford guten Tag sagen? Ganz schnell, komm. Die Chance kriegst du nicht so oft. How are you? Freut mich sehr, dass du da bist. Und setz dich ruhig damit rein, ja? Setz dich ruhig mit rein. So, und wir reden über deine Wette, Dario. Okay. Also, ich sage jetzt mal ganz kurz, was Dario heute macht. Dario Kiesewetter wettet, dass er 5 rohe Eier über dieses Zelt wirft und auf der anderen Seite, also hier, mit einer Pfanne wieder auffängt und das Ganze in 3 Minuten. Kurz zur Erklärung, wenn was aus der Pfanne rausspringt, ist nicht schlimm. Wir haben gesagt, da muss ein bisschen Eigelb drin sein. Und ich sag mal, wenn der Gelbanteil die 5%-Hürde überspringt, ist das in Ordnung. Also Hauptsache es knallt in der Pfanne, ja? So machen wir das, ja? Okay. Okay. Ist klar. Also, irre Wette. Dario, komm, geh schon mal auf deine Position. Wir beobachten das von hier. Ich glaube, Harrison, es gibt auch einen Schirm hier, den wir vorsichtshalber für Sie parat gestellt haben. Es könnte nass werden, möglicherweise. So, und okay. Harrison Ford hat Folgendes gesagt. Wenn er seine Wette verliert, dann wird er, und das finde ich sensationell, passt das zu Indiana Jones? Ich finde nicht. Fred Astaire. Wir beide. Da kommen aber gleich wieder Gerüchte auf, wenn wir hier so ganz süß unter diesem kleinen... Egal. Also, Harrison Ford sagt... So, wir können den auch weglegen. Harrison Ford sagt, wenn er die Wette verliert, noch wissen wir ja gar nicht, wie er getippt hat, dann wird er einem großen Indiana Jones-Fan hier im Publikum die Mailbox besprechen, und zwar auf Deutsch. Das ist natürlich ein spektakulärer Wetteinsatz. Deshalb, Harrison, wird er schaffen oder geht es möglicherweise schief? Let me understand. Also, um das richtig zu verstehen, also der wirft das Ei rüber und dann rennt er durch und fängt es hier auf. Und er muss das 5-mal hintereinander machen oder 3-mal? 5 Eier in 3 Minuten. Can you do that? Ja. Können Sie das? I hope so. Seems like a nice guy. I'm also, say yes. Er wirkt sehr nett, also okay. Ich will mal ja sagen. Ich lese einen gewissen Zweifel, sehr gut, einen gewissen Zweifel in seinem Blick. Okay. Harrison, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ja, yeah, ja. Yeah. So, yeah, yeah. Jetzt pass auf. Dario, du bist soweit? Ich bin soweit. Okay, dann freuen wir uns jetzt auf eine sensationelle Wette. Es gibt sinnvollere Tätigkeiten, meine Damen und Herren, aber wenig lustigere. Top, die Wette gilt. Bitte schön. Warte. Das ist sensationell. War sehr gut. Where do you go to learn something like that? Wo lernt man das? Warte, wir sollten doch... Komm. No, I'm all right. Das war knapp. Boah. Verlegt, da kommt er schon. All right. Der Schirm ist, glaube ich, doch... Ist doch eine gute Idee. Vorsicht, Ei. Schönen Dank schon mal an die Herren, die hier putzen. Oft haben die das noch nicht gemacht, aber... Nein, doch, leider Spaß. Noch 2 Minuten. Dario, 3 brauchst du noch. Ah.
Let's have a look. Ja! Aber komm, aber der... Weiter. 1,30 hast du noch. Noch. Da ist noch 1, 2, 3, 3, 4. Im Kochbuch finden Sie das Ganze auch. Und vor die letzte Minute, Dario. Dario, noch ist es machbar. Drei Stück noch. Drei Stück noch, komm. Dario, komm, komm, wir müssen helfen. 40 Sekunden noch, Dario. Dario, komm. Du hast so stark angefangen. Halbe Minute noch. Oh. Dario, halbe Minute noch. 20 noch. Mein Gott. Schade. Wenn Sie das nachkochen wollen, unter www.verlorene-eier.de. Sofort, zack. Einer geht noch, hier ist er. Und da ist es passiert. Wette verloren. Wette verloren. Ah. Dario, komm zu uns. Sorry. Alles gut. Nice try. Was für eine Wahnsinnsnummer. Das war ein guter Versuch. Du hast es toll gemacht, Dario. Okay. Schnapp erst mal nach Luft. Dario, woran hat es gelegen? Ich würde sagen, Aufregung. Aufregung? Ja, also. Schau mal, hier haben wir noch mal ein paar Bilder. Wo denn? Du hast es ein paar Mal super hingekriegt in den Proben. Ja. Also, komm. Einige waren knapp, aber. Das war Harrison Ford, ja. Sauber geblieben, ja, ne? Ist alles in Ordnung. Auch hier sehe ich leichte Eierreste. Darf ich ganz kurz? Sorry for that. Entschuldigung. Das kann nicht jeder von sich sagen. Ich habe über Indiana Jones ein Ei geschlagen. Entschuldigung. Also. Eine großartige Wette dennoch, Dario. Und ich finde es sensationell, dass immer wieder genau solche Vorschläge kommen. Ich finde, du hast dir einen Riesenapplaus verdient. Nimm in der Lounge Platz. Sorry for your bad. Alles gut, alles gut. So, und sein... Sein Pech ist das große Glück einer jungen Frau. Wo ist sie? Ein riesen Harrison Ford-Fan? Wo sitzt sie? Da ist sie. So, kommen Sie zu uns runter, bitte. Ja, komm. My pleasure. Yay. Ich komme mal rüber auf die andere Seite. Oh, danke schön. So. Nee, bleib nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ich dachte, ich soll auf die andere. Nein, die Dame immer in der Mitte. Mitte. Ne? Das ist, ja, ist alles gut. Wie heißen Sie? Darf ich du sagen? Wie heißt du? Natürlich, Dagmar. Dagmar. Dagmar, wo kommst du her? Aus Freigericht. Lieblings- das ist... Hm? Freigericht? Ja. Freigericht, das war das, was wir eben auch hatten. Freigericht. Mhm. Ja. Was ist dein Lieblings-Harrison Ford oder Indiana Jones-Film? Indiana Jones habe ich meinem Vater schon von klein auf geguckt. Traumhaft. Alle Folgen durch. Alle Folgen durch? Und Chewbacca, als er nebendran saß, fand ich auch noch gut in Star Wars. Star Wars, ganz sensibles yes. Thema. Sollten wir nicht weiter ansprechen. Also, pass auf. Wir haben dir versprochen, richtig. Du kriegst ein... einen neuen Anrufbeantworter auf deinem Telefon. Mhm. Ja?
Harrison Ford wird diesen Anrufbeantworter, weil er die Wette verloren hat, besprechen. Bevor wir das machen, Harrison, was hört man, wenn man Harrison Ford anruft? Was haben Sie auf Ihrem Anrufbeantworter? Was sagen Sie da? I have the automatic, ja, das automatische. Yeah. Also die automatische Botschaft. Ich habe mich nie selber angerufen. Das ist gut. Nicht. Das ist gut. Ja. Das ist gut. So, also. Let's say your name again, Corbin. Wie heißen Sie nochmal? Dagmar. Jetzt Dagmar. Pass auf. Okay. Telefon bitte anmachen. Hier ist der Text. Ja. Yep. Okay, und bitte. Now. Okay, now. Hallo, this is Harrison Ford. Dagmar ist nackt da. Nee, nicht nackt. Ist. She's not naked. Got that part. So, okay, habe ich verstanden. Nicht da, genau. Nicht da. Auch nicht nackt da. Überhaupt. Aber nackt geht auch. Nicht. 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 Nicht, okay. Nicht. Nicht. Nicht da. Nicht da. Nicht da. Ist nicht da. Ist nicht da. Dagmar. Ist nicht da. Okay. Ja, okay. Machen wir nochmal. Okay, all right. So. Hello, this is Harrison Ford. Dagmar ist nicht da. Please leave a message. Wow. Harrison Ford, Wetteinlösung. Dagmar, herzlichen Dank. Hab Spaß weiter in der Sendung. Ja. Sehr gut. Wenn Sie hören wollen, wie das klingt, die Nummer von Dagmar unter www.wettendas.de. Nein, nur ein kleiner Spaß. So. Wir freuen uns, Harrison, auf unseren ersten Show-Act, auf eine junge Frau, die gezeigt hat, dass man mit Charme, mit Talent, mit Aussehen und mit sehr viel Fleiß und Disziplin wirklich Grenzen sprengen kann. Eine junge Frau, die verstanden hat, dass Schlager eigentlich nichts anderes ist als Musik, die man gerne mitsingt. Hier ist mit ihrem neuen Titel Helene Fischer, Fehlerfrei. Viel Spaß! Helene Fischer, meine Damen und Herren. Helene Fischer, leicht wie eine Feder. Wo ist sie? Da ist sie, Helene Fischer. Sensationell. Das war gut gemacht. Das war sehr gut gemacht. Helene Fischer, meine Damen und Herren, guck mal da drüben, deine Fangemeinde. Ja, ganz süß. Ich sehe überall Schilder. Ja. Schön. Helene, darf ich dich nach oben begleiten? Bitte schön. Oh, mein Gott, muss aufpassen hier. Harrison Ford. Nice to meet you. Helene Fischer. That's great. Thank you. Enjoyed that very much. Das war toll. Am besten in der Mitte, oder? Am besten in der Mitte, nimm Platz. Das ist lieb, danke. Direkt neben, ist schon cool, oder? Ja, Harrison Ford. Und du darfst ruhig nochmal anfassen, das ist kein Problem. Also ich darf das nicht, aber du darfst das. Helene, großer Fan von Harrison Ford? Naja, also auf jeden Fall. Ich meine, guck ihn dir an, er sieht natura noch besser aus. Also ich bin generell ein großer Fan von guten Filmen, Hollywood-Schauspielern und das ist ein kleiner Traum, der hier in Erfüllung geht, klar. Sorry, ich bin, ja, ich... Nein, das ist gut, das gibt's ja wieder. Ja. Thank you, that was terrific, I really enjoyed that. Das war wirklich schön, also es hat mir sehr gut gefallen. Absolutely.
Thanks. Thanks. Herzlichen Glückwunsch. Geht ja gut los hier. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein, sonst geht es hier gleich wieder los. Die Kollegen von der Regenbogenpresse schreiben immer mit. Ja, und wir haben festgestellt bei der Recherche rund um Helene Fischer, es gibt wenig Menschen, die so oft diesbezüglich in Mitleidenschaft gezogen werden. Und was ich nicht wusste, habe ich neulich gelesen an der Supermarktkasse, die beide haben was zusammen. Warum sagt mir das keiner? Das wusste ich auch nicht. Verrückt. Ja, das ist die Schlagzeile dazu. Schau mal. Ja. Die gab es so wirklich, ne? Ja. Aber du bist ja nicht drauf eingegangen. Ich habe dich schon gefragt, aber... Ja, mir hat das keiner gesagt. Nee, du hättest mir das schicken müssen. Ja, nein, vielleicht. Ja, hätte genau. Ich angekreuzt. Ja. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas Nettes. Wir haben andere, schau mal, noch mehr so wahnsinnige Schlagzeilen von dir gefunden. Pass auf. Was sind deine 7 kleinen Geheimnisse? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Achso, die Auflösung kommt jetzt nicht? Achso. Nee. Du, da steht ja ständig eigentlich ja. Immer was Neues in der Presse. Und ich wundere mich auch immer wieder, was so alles mit mir passiert. Ja, natürlich darf man das, und das sage ich auch immer wieder sehr, sehr gerne, ja. Bitte nicht alles glauben, weil das ist eigentlich zu, naja, du weißt es selbst, zu ja. 99%. Was ist denn die abenteuerlichste Geschichte, die du je über dich gelesen hast? Oh Gott, da gibt es ja jede Woche abenteuerliche Geschichten. Aber zum Beispiel fand ich sehr lustig, gerade in Bezug auf mein neues Album, das Baby ist da. Wusste ich ja auch nicht, aber es ging natürlich um das neue Baby-Farbenspiel, mein neues Album. Nein, doch, da macht man daraus, das Baby ist da. Richtig, weil ich auf Facebook gepostet habe, mein neues Baby-Farbenspiel ist da, mein Album, und ich freue mich total und. Naja, dann ist dann halt sowas draus geworden. Das Baby ist da. Ich hatte auch mal eine schöne Geschichte. Ich habe irgendwo mal erzählt, bei irgendeiner Tour irgendwo im Eis, hatte ich so leichtes Herzstolpern. Und dann kam die Schlagzeile, Markus Lanz, das Herz, Ausrufezeichen. Todkrank, oder? Todesangst, ja. Ausrufezeichen. Und dann darunter die schöne Frage, endet er wie Roy Black, Fragezeichen? Da war ich... Das war. Super, Geschichte ist genauso gelaufen. Was ist Harrison Fords schönste Geschichte mit der Yellow Press? Nicest? They're not oh, schönste Geschichte? Nice. Naja, die sind nie so richtig schön. Die bescheuertste, die verrückteste. Ich glaube, vor kurzem, da war sowas, da hieß es, dass ich sehr krank wäre und also fast im Sterben liegen würde. And look at me. Und naja, schauen Sie mich an. Ja, das ist aber, da muss ich sagen. Ja. Ja. Da muss ich aber sagen, es gibt ja auch so Menschen, die sich immer beklagen. Ich habe zum Beispiel eine Tante, die liegt, wenn man diese hört, seit 30 Jahren im Sterben. Und immer, wenn ich sie treffe, sage ich, Tante, dafür, dass du seit 30 Jahren dem Tode so nah bist, geht es dir wirklich gut. Mhm. Weil die sieht fantastisch aus. Also das gibt's ja auch. Helene, du hast einen unglaublichen Erfolg. Ein unfassbares Jahr hinter dir. Ich habe Harrison Ford gerade mal so ein bisschen erklärt, wer du bist. Und er guckte dich so an und sagte, ich verstehe schon, warum das so läuft bei dir. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Schön. Nee, du hast gerade gesungen. Ja. Deswegen erzähle ich es dir mal kurz weiter. Aber er meinte, die hat Ausstrahlung, die hat Talent, die kann tanzen, kann sich bewegen. Kannst du es dir dennoch erklären? Ich habe gesagt, sie sieht aus wie eine sehr nette junge Frau. Das habe ich im Wesentlichen. And very talented. Und genau. Sehr talentiert. Don't get me in trouble with my wife. Und ich möchte keinen Ärger mit meiner Frau haben. Also, Helene, kannst du es dir erklären? Was ist das, was dich zu jemandem macht, von dem auch Fußballer sagen, die höre ich gerne, von dem kleine Kinder sagen, die höre ich gerne, von dem Oma und Opa sagen, die höre ich gerne. Und auch Menschen, die sonst eher, sagen wir mal, wirklich Popmusik hören, die hören dich auch. Das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Bisschen leer vielleicht. Mhm. Weil ich mir das natürlich selbst nicht erklären kann. Das Einzige ist halt, ich liebe meinen Beruf, ich mache alles aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus und stelle mir gar nicht die Frage, wie, ja, kommt es denn gut an oder nicht, sondern ich vertraue einfach meinem Bauchgefühl und ich habe natürlich auch ein tolles Team, die mich immer wieder beraten. Wir entwickeln einfach gemeinsam tolle Dinge. Wir sind gemeinsam sehr kreativ, was auch die Tourneen angeht und. Also es ist nie meine alleinige Entscheidung, aber ich mache es einfach wahnsinnig gern und
die Leute haben anscheinend auch Spaß dran. Und was kann es Schöneres für mich geben? So wie du hier heute gefeiert wirst. Und was wir... erwähnen müssen und gerne auch sagen, also am 16.11. sehen wir dich hier im ZDF im Konzert. Am 25. dann am ersten Weihnachtsfeiertag die große Helene Fischer Show. Ja. So, wenn ich das alles so höre, wann bleibt da noch ein bisschen Zeit fürs Privatleben? Und wie sieht dein Privatleben aus? Ist das Helene Fischer in Jogginghose? Gibt's sowas? Absolut. Ehrlich? Also ich liebe natürlich, mich zu stylen. Ich bin gern eine Frau, aber ich genieße auch sehr die Momente, ja, wenn ich zu Hause bin. Wir wissen das, sie heißt Helene, es hat sich durchgesprochen. Danke, dass ihr das sagt. ich genieße einfach wirklich das normale Leben, sage ich jetzt mal. Also mal weg von der Glamour-Bühne und ich bin totaler Couch-Potato auch. Ich liebe nichts mehr als auf der Couch zu sitzen, schöne DVDs zu gucken, zu kochen, einfach zu Hause zu sein. Wenn du dann neben so tollen Männern wie Harrison Ford sitzt, was sagt dein Lebensgefährte Florian Silbereisen dazu? Neigt er zu Eifersucht oder geht der Florian entspannt damit um? Der ist total entspannt und vor allem freut er sich natürlich auch für mich, wenn ich so eine Gelegenheit habe und muss ihm natürlich danach immer berichten, Fotos mitbringen und, klar. Absolut. Und dann kann man ja auch sagen, guck mal, eben hattest du Harrison Ford und jetzt die richtige Steigerung, jetzt zu Hause Florian Silbereisen. So ist es. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also, Helene, wir kommen zu deiner Wette. Ist eine Wette, die wunderbar zu dir passt und das ist zunächst mal die Kandidatin, um die es geht. Bitteschön. Hallo, mein Name ist Paula Hoop, ich bin 12 Jahre alt und wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind eine große 7-köpfige Familie mit meinen beiden Eltern und meinen 4 Brüdern. Als einziges Mädchen in der Familie hat man es ja nicht immer leicht, deswegen braucht man Durchsetzungsvermögen. Ich mache Judo, gehe da auch zu Wettkämpfen und da habe ich schon sehr viele erste Plätze gehabt. Ich mache das jetzt schon 7 Jahre. Meine beste Freundin heißt Cora und wir schminken uns manchmal. Dabei sind wir auch auf die Idee gekommen, bei Wetten, das mitzumachen. Für meine Wette übe ich tagtäglich hier in der Kirche. Ich brauche dafür ganz viele Lippenpflegestifte. Ich verbinde mit Wetten, dass wir da alle zusammen Fernsehen gucken können, dass ich keinem Programm streiten muss. Und wenn man live da ist, ist es erst richtig schön, finde ich. So, und da ist sie, Paula Hoop. Herzlich willkommen bei uns hier in Bremen mit der Kinderwette. Paula, freue mich sehr, dass du da bist. Bitte gerne zwei tolle Menschen vorstellen. Kommt ruhig runter. Wir müssen gleich zur Wette. Einmal Helene Fischer. Und diesen Onkel solltest du dir merken, Indiana Jones. Kennst du, ne? Ja. Schon mal gesehen, da ist sie aufgeregt. Also, lass uns mal rübergehen. Harrison, Helene und ich erkläre mal ganz kurz die Wette. Also, Paula Hoop wettet, dass sie über eine Strecke von 10 Metern auf Lippenpflegestiften laufen kann. Ja, und das Ganze in genau 2 Minuten 30. Also, du läufst auf diesen Fettstiften hier einmal so sachte drüber, dass davon keiner umfällt. Doch, es fallen schon welche um. Es kann einer umfallen, ja. Aber du darfst nicht runterfallen. Genau. Und die stehen alle lose aufgebaut. Ja. Das ist schwer, ne? Ja. Hast du lange geübt? Ja, sehr lange. Pass auf, wir zeigen mal ganz kurz, wie unglaublich schwer das ist. Harrison, Helene, einmal ganz kurz hierher. Wir müssen einmal kurz demonstrieren, wie schwer das wirklich ist. Vielleicht? Helene macht das nicht, weil mit den hohen Schuhen geht das nicht. Ich gehe einfach da drauf, ja? Ja. So, pass auf, das sind ganz normale Fettstifte. Die kennen Sie von zu Hause. Und ich versuche jetzt mal hier drüber zu gehen. Helene, kannst du mich mal ganz kurz... Na, ich wollte gerade sagen, du musst ja irgendwie hochkommen. Auf. Soll pass ich dich auf. Heben, Markus? Ich fände es schön. Also, der Gang über Fettstifte.
Ich habe es in der vergangenen Wetten, dass Saison sehr viel mit Fettnäpfchen versucht. Das ist mir gelungen. Aber Oha. Fettstifte, pass auf, jetzt mal loslassen, Helene. Mhm. Lass mal los. Ja. Hast du das gesehen? Das hat doch super geklappt. Das kann ich also auch nicht. Sehr gut. Läuft. Ah, davon habe ich immer mal geträumt, einmal von Indiana Jones gerettet zu werden. Schau dir das an. Das ist der Knaller. Okay, wo hast du das gelernt und wer hat die ganzen Dinger für dich immer aufgestellt, Paula? Also gelernt habe ich das gar nicht. Sagen wir so, ich habe es erfunden sozusagen mit meiner Freundin. Ja. Und aufgestellt haben meine Mutter und meine ganzen Freunde immer und das war eine lange Arbeit. Und ihr habt das in einer Kirche geübt, ja? Ja. In einer Kirche? Ja. Weil Beten hilft oder... Ja, also es ist sozusagen der Kirchgemeinderaum. Ja. Der liegt bei uns im Haus. Und also sozusagen in der Kirche, der gehört mir zur Kirche. Deswegen. Ich verstehe, sehr gut. Du hast die Kirche direkt zu Hause. Wahrscheinlich, ja. Weil du vier Brüder hast und gelegentlich auch mal um Beistand flehst. Gegenüber ist die halt. Also, ein Traum. Paula, pass auf, geh auf deine Position. Wir freuen uns auf eine wirklich spektakuläre Wette. Lass uns einmal darüber gehen, auf die andere Seite. Dann können wir ihr... ein bisschen folgen. Erstmal die Frage an Helene. Schafft sie das? Ja oder nein? Was glaubst du? Also natürlich möchte ich sie motivieren und ich glaube an dich, Paula. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das schaffst, weil du hast es oft in der Kirche geübt. Also ich bin mir ganz sicher. Ja. Du bist dir sicher? Ja, das schafft Einfach sie. Nur Interesse halber. Ich drücke ganz fest Harrison die Daumen. Harrison Ford hat gerade diesen Dr. Kimball auf der Fluchtblick. Was glauben Sie? Geht das? Ja oder nein? Nur Interesse halber. Das sieht sehr schwer aus. Aber ich glaube, sie könnte das schaffen. So. Helene, was machst du... Was machst du, wenn du die Wette verlierst? Da vorne kommt dein Wetteinsatz. Was ein machst du? Ein Rhönrad. Ah ja, was, da rein oder was? Soll ich dann Rhönrad fahren? Wäre eine Idee. Cool. Also wir haben uns so vorgestellt, wir stecken da Helene Fischer rein und rollen sie einmal kreuz und quer. Super, ist gar keine Bestrafung eigentlich. In Bremen ist keine Bestrafung. Also für mich wäre das schon. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich finde es super. Okay. Ja, Rhönrad. Ich schieb dich an, dann wird der Strafe genug, kommst du in Osnabrück wieder raus. So, Paula, bist du soweit? Ja. Wir brauchen absolute Ruhe hier bitte, weil Paula sich wirklich konzentrieren muss. Das ist eine unglaubliche Konzentrationsleistung. Paula, du bist bereit, ja? Mhm. Okay, denk dran, du hast genau 2 Minuten 30 Zeit. Top, die Wette gilt. Eine Minute.
Paula, komm, komm, komm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Alles gut, alles gut. Ja. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Och, Mäuschen. Ich hab das gesehen, du warst so toll. In der Probe immer geschafft. Ja. Paula, komm her, komm her. Och, in der Probe wirklich immer geschafft. Ich hab's gesehen. Was ist passiert, Paula? Ich hab das Gleichgewicht verloren. Ja, und dann bin ich halt runtergefallen. Hab ich dich abgelenkt, weil ich einmal leise gesagt habe, eine Minute? Nee, ne? Das war nicht. Ich weiß nicht, warum ich das Gleichgewicht verloren habe. Ich weiß nur, dass ich auf einmal, naja, halt das so das Gleichgewicht verloren habe, dass ich mich auch nicht mehr so balancieren konnte. Und dann bin ich halt runter. Ja. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, Harrison. He distracted you. Du hast es wirklich toll gemacht. Er sagt, es ist meine Schuld. Paula, nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Pass auf, du kriegst natürlich trotzdem einen Preis. Ne? Du hast es ja gar nicht so einfach zu Hause, weil du hast 4 Brüder, ne? Ja. Und bist das einzige Mädchen? Ja. Wie kriegt man die in den Griff? Also bei den Kleinen ist das einfacher als bei den Großen. Ja. Wie muss man da? Muss man sehr streng sein? Also bei den Jungs, bei den Größeren ist es schwer. Sehr doll. Aber okay, ich will es nicht sagen. Also ich ziehe manchmal doch an den Haaren, weil sie, wenn sie mich ganz ignorieren. Ja, richtig so. Richtig so. Genau so. Genau so. Pass auf. Helene geht schon mal ganz kurz in den Rollrad. Harrison, könnten Sie ihr helfen, ins Rollrad einzusteigen? Währenddessen bringe ich Paula zurück zu ihrer Familie. Ja? Okay. Ja? Und ich sage Paula auf dem Weg zurück, was sie für einen Preis kriegt. Denn Paula wird mit ihrer Familie, eine Großfamilie, Urlaub in Euro Disney machen. Davon hast du lange schon mal geträumt. So. Und deswegen darfst du das machen, Paula. Wo sind Sie? Wo ist die Bande? Ich soll erstmal ein bisschen auf die Couch setzen. I think I get the shoes off. Nimm die einmal in den Arm. I think that's easier. Ich glaube, die müssen wieder mal kriegen. Danach kommst du wieder runter, ja? Off. Paula, alles gut. Yeah. Vielen Dank. Paula Hupp war das. So. Du, super. Ich hab gedacht, ich zieh mal die Schuhe aus. Schuhe aus ist vielleicht besser, ja? Muss nicht dabei bleiben, ne? Ja, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das hier halten soll. Okay. So, jetzt pass auf. Ich bin mal gespannt. Einmal da rein. Du, ich glaube, ist das schon das Engste? Nee. Oh doch, das ist schon, ist das Engste. Okay. Kannst du das so? Du, enger geht's nicht. Enger geht's nicht. Warte mal, ich. Warte mal, soll ich dir meine Schuhe geben, oder? Nee, alles gut. Nur meine Oma schimpft, wenn das nicht ordentlich aussieht. Ah. Die Oma ist die größte Kritikerin. So. Ich kenne das. Da. So. Ist das das Engste? Das ist, das ist das Engste. Okay. Also ich. Ja. So. Ich würde sagen, das ist eine Weltpremiere, Helene. Ich hake mich einfach fest. Harrison, würden Sie netterweise anschieben oder? Ich fände es cool, wenn Indiana Jones, Helene Fischer mal Richtung A1. Wäre nicht so schlecht. Oder? I'm ready. Ja. Seid ihr fertig? Mm. Und bitte. This way? Schieb, wohin du willst. Und pass auf, schieb mal ein Stück darüber. Ah! Moment. Schau. Ich schieb sie zurück, ja? Okay. Andere Richtung wieder zurück. Ein bisschen schneller auch. Bisschen schneller. Gut so. So, reicht. Helene Fischer, meine Damen und Herren. Hi. Thank you. Danke. Oh, ein Wahnsinn. So. Ich ziehe mich drüben wieder an. Nee, bleib ruhig hier, Helene. Wir müssen, okay. Harrison, wir müssen jetzt sehr tapfer sein, denn jetzt kommt sie. Ein Weltstar nach dem anderen. Die Frau, die es geschafft hat, nicht nur einen Oscar zu gewinnen, die auch einen Grammy, einen Emmy, einen Golden Globe, alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Der erfolgreichste, nach Verkäufen zumindest, weibliche Popstar aller Zeiten. In allen 6 Jahrzehnten hatte sie einen großen Hit. Wir freuen uns sehr auf
share und I hope you find it. Ist sie wieder da? Share, I hope you find it. Thank you so much. Thank you. This was great performance. Dankeschön. Hey. Share, meine Damen und Herren. Und bitte. Hey. Hi, nice to meet you. Helene Fischer, Harrison Ford. Und Share. Oh. Is that yours? I think it's wow. Yours. Oh. This one. If you use this one, it's good. Okay, yeah. Good. Mal kurz probieren. Sure. Wir schauen mal ganz kurz, ob das, yep. Ob das Mikro funktioniert. Pardon? Yes. Ja, funktioniert. Cher, es ist großartig, Sie zurückzuhaben in Deutschland. Wie ist es, zurück zu sein in Deutschland? You know, I've been back here many times. I have. Ich bin schon so oft in Deutschland gewesen. Ich habe Freunde in Köln, in Düsseldorf. Ich bin praktisch eine Deutsche. Und das Schöne ist immer, wenn Cher bei Wetten, dass ist, dann fragt sich die gesamte Nation, was hat sie wohl heute an? Können Sie sich an die Geschichte erinnern? 87. Yes. That's why ja. I'm more conservative this genau, time. Genau, da habe ich ein bisschen mehr weniger getragen als heute, das stimmt. Before I went out, all these little women were sewing stuff all over me. Ja, die Leute haben praktisch überall an mir rumgenäht, damit ich das überhaupt nähen konnte. Und dann haben sie da so ein paar Perlen dran gemacht und haben sie mir das dran genäht, kurz vorher. Man muss das einmal erklären. Also, das ist das Foto aus der Probe. Yes. Und da haben wir uns natürlich, Cher, man muss das sagen, right. Sorgen gemacht, weil es ist Deutschland, es ist kalt, die arme Frau hat nichts zum Anziehen dabei. Und dann haben wir uns Mühe gegeben beim ZDF und haben gesagt, pass auf, so kann das nicht bleiben. Ja, aber seht ihr das da unten, diese Strapse, das war eigentlich gar nicht da. Ja, man kann da, das da hinter mir, das ist eigentlich auch nicht da gewesen, das ist nur rein recherchiert. Und die Leute, ja, Mädchen sind ja manchmal nackt. Und, ja. Und wir schauen einmal kurz rein. Moment. Wir schauen einmal kurz rein, wie es dann wenig später, das war wie gesagt die Probe, wie es dann wenig später in der eigentlichen Sendung 87 ausgesehen hat. Da hing dann plötzlich der Vorhang davor. Ah, yes. Ja, genau, richtig. Ja, das war komisch, wirklich. Man konnte das, ja, am Strand sieht man dauernd Frauen, die so rumlaufen, ja? Ganz normal. So. Und man muss ja sagen, wenn man heute so die jungen Kolleginnen sieht, also Miley Cyrus zum Beispiel, dann war ja das hier quasi bis zur Unkenntlichkeit bekleidet. Right, like I was going on my way to church. Ja, genau, ich war auf dem Weg zur Kirche sozusagen. Hm? Deswegen hing ja auch der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Genau. Right, I know. Ein Wahnsinn. Also, ich finde, Cher sieht grandios aus. Ja. Hammer. Hat aber gerade... in einem sehr ehrlichen Interview, wie ich fand, gesagt, ganz ehrlich, altern ist scheiße. So deutlich. Exactly, probably. Ja, genau, ja. Sounds like me. Ja, das hört sich so an, als hätte ich das gesagt. Ja, richtig. Warum? Why? Yeah. I can guess that. Für eine Frau ist das sehr schwierig und für eine Frau in meinem Business ist es noch viel schwieriger, eigentlich unmöglich, älter zu werden. Ich mache eine neue Platte und die Leute, die heute Schallplatten herausbringen, Miley, Katy Perry, Lady Gaga, ja, wie alt sind die denn? 10? Right. Ja.
Cher hat, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, im Grunde den Grand Slam gewonnen. Also alle großen Titel. Oscar-Gewinnerin, hat Grammy, Emmy, Golden Globe, hatte Hits in allen 6 Dekaden und hat neulich den schönen Satz gesagt: Schau mich an, jetzt bin ich 67 und bin in der Hitparade, die anderen sind alle schon tot. Yes, that's true. Ja, genau. No, actually what I said. Nein, also eigentlich habe ich was anderes gesagt. Ich habe gesagt, dass ich habe ja angefangen und seitdem sind diejenigen, die alles vorausgesagt haben, die Reporter, die Presse und diejenigen, die mich kritisiert haben, die haben gesagt, naja, die hört jetzt langsam aus. 10 Minuten, das schafft sie. Ja, und ich habe dann gesagt, ich bin doch immer noch da. So habe ich es gesagt. Und hat unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt. Zum Beispiel mit Jimi Hendrix viel Zeit verbracht. Was war das für ein Typ, Jimi Hendrix? Very quiet, sehr ruhig, polite, sehr höflich. I was surprised. Ich war eigentlich überrascht. Very sweet and sehr, sehr lieb. Ich weiß nicht. Ich mochte ihn wirklich sehr, sehr gern. Ein richtiger Gentleman. Hatten Sie was mit ihm? No, I had a conversation. Nein, ich habe mich nur unterhalten. Ja, das wollte ich sagen. Eine kleine Unterhaltung. Ja. Wie war Michael Jackson? Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war er ein kleiner Junge. Und er war sehr schüchtern. Aber wir haben uns wirklich gut verstanden. Und als er dann älter wurde, ich glaube, er hat... Ja, als er 25 war, da haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Und ich habe ihn dann zwar noch ein paar Mal getroffen, aber wir waren nicht mehr gut befreundet. Er war ein wirklich guter Künstler. Großartig. Ja, aber er hatte Probleme. Wenn man so viel Rock'n'Roll-Geschichte auch überblickt, wo waren Sie eher zu Hause? Mick Jagger oder Paul McCartney? Also Beatles oder Stones? You know, as far as I can see, music is just music. Musik ist einfach Musik. Und it goes song by song, es geht ja Lied für Lied, denn ein Lied kann einen berühren. Das geht ja am Gehirn vorbei. Das geht direkt in die Seele. Ich liebe Paul McCartney und ich liebe auch die Stones. Und ich versuche jetzt nicht politisch korrekt zu sein oder so, sondern was ich am Singen so mag und was ich an Musik so mag, ist, dass man nicht darüber nachdenken muss. Man empfindet es ganz einfach. Jetzt neues Album nach so langer Zeit. Warum hat es so lange gedauert? Closer to the Truth. This sounds so dumb. Das hört sich so dumm an irgendwie. Really the truth, though, I just forgot. Ich habe es einfach vergessen, ehrlich gesagt. Neues Album zu machen. No, it just didn't seem like I. Ja, das war irgendwie. My best album and that's ich habe gedacht, naja, ich habe mein bestes Album gemacht und das war's jetzt. Well, und ich habe gedacht, naja, ja, muss ja nicht unbedingt nochmal sein. No one's gonna come crying. Niemand wird darüber weinen. Ich finde es ein sehr, sehr gelungenes Album. Ganz großartiger Song, den wir eben gehört haben. Live gesungen. Großer Respekt. Großer Respekt. Und eine letzte Frage habe ich noch. Ich habe gerade in einem Interview gelesen, Sie haben mal gesagt, komischerweise haben sich ältere Männer nie an mich herangetraut. Die wollten mich nie kennenlernen. Warum nicht? I don't know. It's such a ich weiß eigentlich gar nicht, das ist seltsam, denn ältere Männer haben einfach mich nie angesprochen. Wenn ich auf ältere Männer gewartet hätte, wäre ich jetzt im Kloster. So schlimm. Nein, ich habe mich schon amüsiert. Ja, also ich spreche ja nur über die älteren Männer. Die hatten einfach Angst vor mir. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ich kann es auch nicht verstehen. Wir haben heute eine großartige Cher hier erlebt. War ein Erlebnis, Sie auf der Bühne zu haben. It's a pleasure. War mir ein großes Vergnügen. Ein tolles Album. Closer to the Truth. Näher an die Wahrheit. Cher war unser Gast heute Abend hier in Wetten, dass.
Und wir freuen uns sehr über den Besuch, der uns jetzt leider verlässt, von Harrison Ford, Ender's Game. Ein toller Kinofilm, den wir ab dem 24. Oktober auch in deutschen Kinos sehen. Herzlichen Dank. Wir verabschieden Cher und Harrison Ford. Herzlichen Dank. Thank you so much for being our guest. Bye. It's great. Good luck. I'm going with you. Yeah. Harrison. Thank you. What a pleasure. Oh, thank you. Thank you so much. And good luck. Bitte schön. Cher on Harrison Ford. Da sind sie weg. So. Da sind sie dahin. Zwei große, ne? Ganz große, ja. Zwei große. Viele Geschichten übrigens rund um Wetten, dass holt unsere Kollegin Sandra Dries für Sie zusammen unter www.wettendass.de. Da können Sie reinschauen, hat auch alle großen Stars da nochmal vor der Kamera. Höchst interessant und natürlich können Sie auch Wettvorschläge und Ähnliches dort einreichen und alles Wissenswerte rund um die Sendung erfahren. Ja, ich hoffe, die Bremer lassen uns nicht im Stich. Sie erinnern sich, hier in der Messehalle 4 wollen wir, auch wenn Harrison Ford uns jetzt abhanden gekommen ist, 100 Beamte oder Angestellte der Stadt erleben, in Indiana Jones Outfit. Glaubst du, das klappt? Das ist der Mann, um den es geht. Der rechte Ärmel gespannt. Muss runter sein. Ungefähr so sollten sie aussehen. Das ist zu machen, du, ne? Du wirst bestimmt auch gut darin aussehen. Ja. Also, wir erweitern die Runde und freuen uns jetzt auf ein ganz, ganz ungewöhnliches Paar und zwei großartige deutsche Künstler und Schauspieler. Wetten, das war ja immer schon die Sendung, die Generationen zusammengebracht hat. Die beiden, die jetzt kommen, trennen 50 Jahre. Und es liegt an Ihnen herauszufinden, wer der Ältere und wer der Jüngere ist. Hier sind Ruth-Maria Kubitschek und Matthias Schweighöfer. Herzlich willkommen. Hey. Hallo. Ich freue mich. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, komm, wir nehmen die Dame in die Mitte. Ja, wir nehmen die Dame in die Mitte. Frau Eller, so wie sich das gehört. Ruth-Maria Kubitschek und Matthias Schweighöfer. Ja. Geht. Lass mal einen Applaus. Läuft. Bitteschön. Danke. Ein Traum. Alles wunderbar. Helene Fischer. Ja, freut mich sehr. Kirsten, nehmt Platz. Wie sollen wir sitzen? Am besten rüber auf die andere Seite. Gut. Dann setze ich mich einfach ganz dreist in die Mitte. Oder möchtest du... Nee, oder soll ich mich außen? Ich setze mich hier hin. Du, wir können das auch gleich nochmal ausdiskutieren in Ruhe. Matthias? So. Ja, also. Gleich zu Beginn müssen wir... Benimm dich, ja? Gleich zu Beginn müssen wir klären, Ruth-Maria Kubitschek hat mir in unserer Talkshow neulich das Du angeboten. Ja. Ich darf Ruthilein sagen. Ja. Gilt das jetzt auch für Wetten, dass? Oder? Bitte, es ist mir eine Ehre, wenn du das sagst. Oh, Ruthilein, ein Traum. Oh. Matthias, bist du auch schon soweit? Ich durfte noch nie zu Ruthilein sagen. Nee, ne? Nein. Weil ich hatte in dem Film immer weiße Haare und da hatte er sehr viel Respekt. Ja. Ruthilein. Ja. Das merke ich mir, Ruthilein. Ja. Komm du mir nach Hause, Ruthilein. Ja. Ruth-Maria Kubitschek hat bei ihrem letzten Besuch gesagt, ich mache nie wieder Filme. Wie hast du es geschafft, sie rumzukriegen? Eigentlich eher nicht, nein. Er war nachher... Der Ohrring klappert am Mikrofon, höre ich gerade. Oh Gott, dann nehmen wir ihn ab. Komm Ruthilein, ich nehme deinen Ohrring. Ja. Vielleicht kannst du ihn auch direkt wieder dran machen, bei dir. Ich mache ihn einfach an die Seite. Ja, mach doch mal. Nee, ich habe kein Ohrloch, das würde jetzt nicht gut kommen im Fernsehen. Ja. Das wäre sehr blutig. Ja.
Also nein, ich wollte nicht mehr und habe beschlossen, das war der 17. August vor 2 Jahren, und wollte nur noch malen. Und habe schön alles aufgeräumt und fing ein Bild an. Und da kam der Anruf von der Agentur, ich soll zu Probeaufnahmen kommen nach Berlin. Und dann bin ich natürlich, der Pinsel flog in die Ecke, ich flog nach Berlin. Und dann kriegt sich die weiße Perücke auf, weil ich ein bisschen zu, schrecklicherweise zu jung war für die Rolle dann. Und dann hat er gesagt, wie ich die weiße Perücke auf hat, sie ist es. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Angst vor Probeaufnahmen. Warum Ruth Maria Kubitschek, Matthias? Naja, also ich finde ja Grand Dame immer so schwierig, aber ich fand es toll, so eine Rolle, auch wo Ruth, also gerade, dass Ruth nochmal auch ein bisschen älter spielen muss, ist auch eher absurd eigentlich, ne? Aber ich meine, du, wie alt bist du jetzt? 51, 52? Nein. Da, Ruthilein, ne? Ruthilein? Ja. Ja, also ich, die Frau ist 87. Ja. Und ja, und da war ich eben ein bisschen zu gesund irgendwie, weil die ja auch sehr krank war. Aber ja, ich habe mich in die Rolle natürlich hineingebohrt. Ja, es geht um diesen sehr schönen Film, sehr sehenswert, finde ich wirklich. Ja. Frau Ella. Frau Ella. Ein schöner Film über das Leben. Und bevor wir weitersprechen, schauen wir einfach mal ganz kurz rein. Bitte schön. Ja. Ist doch mal das Gericht, das wir gegessen haben, Döner. Ja, Frau Ella, ab 17., ne? Ja. Im Kino. Und das ist ja, ist das so eine Art Road-Movie? Ihr seid da viel unterwegs, ne? Also, ist Ruthilein, bitte. Nee, Also er klaut mich im Kino, im ich entführe dich. In der Klinik. Und weil ich sonst an der Operation, die ich da kriegen sollte, sterbe. Und dann hat er natürlich in seiner ersten Emotion hat er gedacht, er muss mich retten. Und dann hatte er die Alte am Hals. Ich habe dich entführt. Und, ja. Also, es geht und dann habe ich dadurch, dass er, dass ich durch ihn wieder ins Leben erweckt wurde, hat er mich nicht mehr losgekriegt, nicht? Leider, ja. Und wir fahren nach Paris, Ruthilein. Ja. Also nicht die Ruthilein und ich, sondern Frau Ella und ich. Und wir versuchen im Prinzip, ihre große alte Liebe zu finden. Und ich habe halt Frau Ella an der Backe. 50 Jahre Altersunterschied, ne? Um jetzt mal raus aus dem Film zu... Was hast du von ihr gelernt? Ja, also ich habe... Also, erstens, ich möchte, wenn ich so alt bin, auch noch so schön sein. Das ist wahr. Ne? Ich... Ja, Ruthilein. Da ist jemand, der so ist, wie die Natur ihn geschaffen hat. Das ist ja nicht immer so. Ja, und ich glaube auch so, was Ruth mir so beigebracht hat, so, ich bin sehr schneller, sehr hektischer Mensch manchmal, also sehr ungeduldig. Und Ruth ist halt einfach so eine Ruhe, ne? Du hast so eine Ruhe. Die kriegt man, wenn man älter wird. Ich finde auch, älter werden nicht scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube das nämlich auch. Es ist ein wunderbarer Prozess, durch den man geht. Jede Stufe, jedes Alter hat etwas Neues, was es dir bringt. Und es ist doch wunderbar, wenn man so jung ist wie Matthias und die Welt noch erobern will. Wenn du jetzt so alt bist wie ich, dann sitzt du da und guckst und denkst, das ist ja sehr schön, lass mal die anderen machen, ich mache, was ich kann. Und du hast eine Ruhe und Gelassenheit, die eigentlich sehr schön ist. Also ich bin... ziemlich natürlich geblieben alt, muss ich sagen. Und es gibt ja, das war, pass auf, musst du genau zuhören. Ruth Maria Ruthilein hat ja ein sehr schönes Buch gemacht, Anmutig älter werden, Helene. Jetzt hör genau zu. Und da ist ein Ritual beschrieben, das du machst, wenn du morgens aufstehst. Bitte? Was hast du gesagt? Helene bleibt immer jung. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Also anmutig älter werden, das gilt da für Cher gebe ich ein paar auch. Tipps, wie man morgens eben aufsteht und vielleicht meditiert und heiß und kalt duscht. Ich habe das alles in dem Buch beschrieben. Ja. Und vor allen Dingen, dass man versucht,
nicht negative Gedanken zu haben, sondern sagen, das Leben ist schön. Das ist auch im Film von Frau Ella wieder drin, dass die Ella, so wie sie die jungen Leute kennenlernt, wieder die Lebendigkeit des Lebens fühlt und im Grunde zu jedem Unsinn bereit ist. Wir fahren ja da durch Frankreich und sie hält das alles aus. Weil eben, wenn man auch im Alter das Leben wieder riecht, hat es Kraft und ist schön. Ja. Das ist einfach mal ein schöner Satz. Wenn man mit diesem Frauenschwaben hier zusammenarbeitet, ja, was erlebt man denn dann? Alle Frauen, die gehört haben, Matthias Schweighöfer kommt, drehen komplett am Rad. Wie findest du ihn so, also jetzt rein? Helena hat vorhin auch schon geschrien, wir haben uns da hinter der Maske getroffen. Sie kam heraus und hat geschrien, oh mein Gott, Matthias Schweighöfer. Ja. Da habe ich gesagt, jetzt sitze ich so Helena, weit weg. Ja, und wenn wir auf... Setz dich ruhig rüber. ...auf den Kudamm gedreht haben, also wir sind da öfters gefahren und wir mussten ja aber den Film reinkriegen und aber an den Seiten die jungen Mädchen... so ging es. Schweighöfer! Also, ja, er hat schon sehr... Aber manche auch, sie sind's, oder? Sie sind's? Sag ich, ja, sie sind's, Herr Schweinsteiger. Der Hammer. Herr Schweinsteiger, nicht schlecht. Ja, wirklich. Ich muss jetzt mal was verraten, muss jetzt tapfer sein, Matthias. Ist das Geheimnis deines Erfolges vielleicht, also bei Frauen auch, dass du der einzige Junge auf einer Mädchenschule warst und demzufolge eine durchaus nicht einfache Jugend hattest? Also in einer Mädchenklasse? Und meine Jugend war natürlich geprägt von pubertierenden Gesprächen. Ne? Und die haben mich ja irgendwann angenommen als Mädchen auch in die Runde. Was heißt das? Die haben natürlich alle gesprochen, oh, ist bei dir, ist die jetzt unten, ist auch losgegangen und so, ja, ja, aha. Und jetzt, ah, wir müssen noch mal wieder da und da ein BHs kaufen. Ne? Kommt ihr mit? Also ich bin dabei. das hat schon geprägt, ja. Aber also man hat Mädchen vielleicht anders verstanden, obwohl ich eigentlich, glaube ich, nicht wirklich ein Frauenversteher bin. Ja, aber erzähl mehr. Also hat man dich auch für ein Mädchen gehalten? Oder? Also, Du warst wundervoll als Frau. Ich war wundervoll. Ja, ich war auch eine schöne Frau. Rutiland, das ist kein Satz, den man jungen Männern, die auf dem Weg nach oben sind, sagen wollte. Du warst eine wundervolle Frau. Nein. Aber das war doch eine Rolle. Das in der Rolle, ja. Aber ich habe natürlich damals bei Klassenfahrten war das dann so immer ein bisschen beleidigend, wenn ich als Einziger so ein großes Zimmer hatte und alle anderen Mädchen waren irgendwo anders. Und ich musste dann immer, habe dann natürlich bei den Mädchen gepennt, wir mussten ja alle auch uns unterhalten, ne? Ja. Ja, so, was steht denn jetzt in der und der Zeitung? Ach, die Fotolore-Story, das ist ja interessant. Und dann habe ich meistens da gepennt. Es ist aber leider nichts passiert. Hör auf. War ein Scherz, okay, super. Ein Traum. Da bin ich beruhigt. Sonst hätte ich mir Sorgen gemacht. Da war ich 16. Ja. 15. Ja, was? Ja. Ist doch ein gutes Alter. Sag mal, eine Sache müssen wir noch klären. Ja. Ganz kurz. Ja? Was willst du klären? Ich muss das fragen. Ja. Wirst du jetzt wieder Papa oder nicht? Pass auf, ich muss kurz was machen. Ihr dürft mir das nicht übernehmen. Ich muss, meine Tochter guckt zum ersten Mal heute Wetten, dass? Nein. Ja? Herzlich willkommen. Und die hat die hat irgendwie Magen-Darm-Grippe. Und ich muss jetzt sagen, Schatz, du musst bitte ins Bett, ne, da an die Kamera. Dein Vater sagt dir, Kind, geh jetzt bitte schlafen und hör auf die Mama. Ja, morgen bin ich wieder zu Hause und dann spiel mal. So, das muss ich. Süß. Ich hab's dir versprochen. Ja, ist gut. Solange alle anderen da bleiben, ist alles gut. Ja. Aber trotzdem, wirst du jetzt Vater oder nicht? Also ich hab sowas gehört. Ich hab sowas gehört, dass da irgendwas im Anmarsch ist, ja. Sehr gut, ja, gratuliere. Danke. Ja, freuen wir uns doch drüber. Also, einmal klargestellt hier bei Wetten, dass. Und wir wetten jetzt. Ja. Wir wollen uns auf eine schöne Wette. Das ist die das sind die Kandidaten, die jetzt für euch sich richtig in die Riemen legen werden. Also, bitteschön. Hallo, ich bin der David und bin Sporttherapeut. Grüß euch, ich bin der Daniel und bin Reihangestellter. Hallo, ich bin der Stefan, Buschauffeur. Servus, ich bin der Janis und bin Physiotherapeut. Hoi, ich bin der Werner, ich arbeite in einem Surfshop und wir haben alle eine Gemeinsamkeit, den Triathlon. Auf geht's, Mann, hopp! Wir fünf sind effektiv immer zusammen, aber wir trainieren relativ viel.
Wir kennen uns in- und auswendig, sagen wir, und dann mit denen können wir durch dick und dünn gehen. Für unsere Wette brauchen wir Wasser, also den Kalterer See, ein Schiff und eine Musikkapelle. Heimatverbund sind wir Südtirol natürlich. Wir sind eine kleine Gruppe, deutschsprachige, in Italien hier. Und wir probieren deshalb, gerade deshalb, unsere Tradition aufrechtzuerhalten. Toll ist, dass wir verwenden, dass dabei sind. Aber noch besser ist, dass uns das ganze Dorf unterstützt. Sollten wir die 50.000 Euro gewinnen, dann spenden wir einen Teil einer notbedürftigen Familie in Kaltern und mit dem Rest fliegen wir nach Lanzarote. So, und da sind wir. Und ha! Geht los, pass auf, pass auf. Und rufen Elton, der uns hoffentlich hören kann. Servus! Ja, natürlich kann ich euch hören. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören mit meiner super Stimme. Hier sind wir in Kaltern! Ja. Lach nur. So, und hier sind die fünf Jungs. Hier sind Daniel, Stefan, David, Janis und Werner. So, was lachst du so? Ich bin das nicht. Ich muss nicht lachen. Schweighöfer stört den Unterricht. Ich bin's ja. nicht. Du klingst einfach hammermäßig. Ja. Kannst du was von Armstrong singen kurz? What a wonderful world. Nein, wir sind natürlich hier, um eine Wette zu präsentieren. Und da ich nicht so gut reden kann, wird der Werner das jetzt übernehmen. Was macht ihr? Also, wir sind fünf Triathleten vom Kalterer Sportverein. Und wir wetten, dass wir es schaffen, den Kalterer Seedampfer innerhalb von 2,5 Minuten 50 Meter schwimmend zu ziehen. Auf dem Boot wird die Bürgerkapelle Kaltern sein und dann dort den Marsch von Schloss Leuchtenburg spielen. Die Burg ist ja das Wahrzeichen des Kalterer Sees. So. Nun ein paar technische Details zur Wette. Die Bürgerkapelle Kaltern wiegt 4 Tonnen und das Boot wiegt 28... Oder kommt ein mit Instrumenten. Und das Boot wiegt 28 Tonnen. Bei der Bürgerkapelle sind wir uns nicht ganz sicher, weil die Mädels uns das Gewicht nicht verraten wollten. Nachvollziehbar. So. Elton, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Ja. Wir reden über... Nimmst dir ein bisschen ab, weil du dich so schwer tust mit deiner Stimme. Also wir reden über ein Mähschiff, das macht da sonst Schilf und Gras und sonst was weg, ja? Und die Herren wetten, dass sie dieses Schiff wahnsinnig schwer mit eben dieser Blaskapelle an Bord schwimmen ziehen können, 50 Meter weit in 2 Minuten 30. Stell mir das wahnsinnig schwer vor, das Ding überhaupt in Bewegung zu setzen. Ja, das werden wir auch sehen. Das ist auch unfassbar schwer. Und bis jetzt war es wirklich mehr als knapp. Und ich frage trotzdem mal, wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Auch ein Wein? Ja, die Idee ist entstanden am Kalterer See. Kurz vor dem Kalterer See-Triathlon, nach einem Training, sind wir gesessen bei einer Flasche kalterer Wein. Dann haben wir getrunken. Und desto leerer die Flasche wurde und desto später die Stunde, hat den Janis die Kraft wehgetan und uns allen. Dann haben wir gesagt, sind wir imstande, dieses Boot zu ziehen. Gesagt, getan, haben wir es probiert. Und jetzt sind wir hier, bei Wetten, dass. Ja, da sind wirklich alle stolz drauf. Ich muss dazu noch sagen, es wird gezogen. Nur mit diesem Band hier um die Hüfte rum. Es gibt kein Schultergeschirr. Nein, wir haben nur das Seil, wie früher Luis Trenker beim Klettern, nur um den Bauch gebunden und auf geht's. Genau, auf geht's ist das Stichwort. Macht euch fertig. Ja. Ich bin's ja schon. Genau. Elton, schon mal rein ins Wasser, ja? Das ist doch eiskalt. Ja, wir sind so witzig. Okay. Ich muss mal hier. So. Wir sind, Elton, zurück in Bremen. Erstmal bei Matthias Schweighöfer und Ruth-Maria Kubitschek. Kommen gleich zurück zu euch, weil wir mal klären wollen. Ich verstehe kein Wort. Er merkt das gerade. Hier schreien sie nicht gerade Schweighöfer, sondern eine Elton. Ich gehe jetzt gerade mal die 50 Meter ab. Ich kann ja noch mal ein paar technische Sachen sagen. Das Boot wird mit dem Heck vorangezogen. Ich guck mal eben. Ja, sind noch gar nicht im Wasser drin. Gehen wahrscheinlich gleich. Ja, ihr lacht euch. Ihr habt Spaß in Bremen, ne? Ihr habt Spaß. Also, Elton, vielen Dank. Ihr werdet auch gleich hören.
Gott, vielen Dank. Ja, na, vielen Dank. Vielen Dank für alles. Wenn du Tabletten brauchst, sag Bescheid. Ja, wir kommen gleich zu dir zurück. Frage hier an euch beide. Als naja, komm. Elton. Ich hab hier einen Job zu erledigen. Elton. Stimme hin oder her. Elton, ich hab dich lieb. Ja, das merke ich. Ja. So, Tippabgabe. Also, was glaubt ihr? Kriegen die das hin oder nicht? Ist ein Wahnsinnsgewicht. Wahnsinn. Ja, und? Im Wasser ist es natürlich leichter, weil das Gewicht sich im Wasser ja verringert. Also sie könnten das schaffen. Das sind ja Burm, die recht... Das ist ja, natürlich richtig. Ja, ganz schöne Figuren, habe ich gesehen. Aha, aha, gut. Also, Matthias? Ich muss sagen, ich habe kein Wort verstanden in dem ganzen Clip. Ich übersetze dir das gleich. Aber ich fand den... Ich habe mir überlegt, wenn der immer gesprochen hat, auch Klassensprecher war, wie das früher für den war in der Schule. Ja. Bestimmt lustig. Ja. Ich hätte erst gesagt, nein, das sieht schwierig aus, aber ich glaube, ich finde die Jungs einfach unheimlich komisch. Ich möchte, dass Elton einfach noch ein bisschen mehr redet und deswegen sage ich ja. Die schaffen es auf jeden Fall, weil Südtiroler sind auch einfach mal sehr cool. Ja. Ihr könnt auch unterschiedlich tippen, ne, wenn ihr wollt. Ich weiß, aber ich wollte erst sagen, na, ist schwierig, aber ich... Ja, okay, ist in Ordnung. Ich würde ja, nur sagen, dass ich okay. das auch schaffen. Ja. Ja. Gut. Wenn ihr die Wette verliert, macht ihr was? Also meine Freundin hat gesagt, früher bin ich immer durch den Bodensee geschwommen. Das kann ich nicht mehr. Bei der letzten, wo ich war, vor 17 Jahren, habe ich 4000 Bäume gepflanzt. Mit anderen natürlich. Ja. Also ich würde wieder Bäume pflanzen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und Matthias hat was gepostet. Ja. Pass auf, das haben wir hier. Geil, bin auch dabei. Dann werden Frau Eller und ich den lieben Rocky mal zum Boxkampf herausfordern. Wäre doch mal was für Wetten, das. Das nehmen wir doch gerne an. Dann lass ich mir von Silvester mal aufs Maul hauen, oder? Hast du jetzt gesagt. Auf jeden Fall, Matthias, ja. Du wirst gegen ihn antreten. Eine richtige Runde Boxen. Jetzt gegen Rocky oder gegen Rambo? Rocky 3, nur gegen Rocky 3. So, Elton, seid ihr soweit? Ja. Ja. Okay. Top. Die Wette gilt. So. Man sieht, es passiert noch nicht wirklich viel. Die Blaskapelle fängt an zu spielen. Aber das Schiff setzt sich in Bewegung. Und natürlich hat Rudi recht, dass es gewichtmäßig einfacher ist, etwas zu ziehen. Aber die Kollegen schwimmen ja, haben also somit keinen Boden unter den Füßen, um sich darin abzustützen. Und wir sind jetzt ungefähr schon, ja, 6 Meter haben wir schon. Es sind noch gute 43. Gas geben, Jungs! Gas geben! Jetzt wisst ihr auch, warum meine Stimme weg ist. Komm, Vollgas! Vollgas! Problem ist natürlich auch, dass das Heck vorangezogen wird. Das heißt, es gibt keinen Bug, keine große Wasserverdrängung. Darum schwimmen die Jungs auch in einer Vogelschwarmformation. Um das ein bisschen auszugleichen. Und wir haben ungefähr jetzt noch 33 Meter. Noch 1,10. Jungs, schneller! Verdammt, Gas geben! Hopp, 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 hopp! Vier, 50 Sekunden sind rum. Es sieht gut aus, es sieht fantastisch aus. So gut lief es bei dem Proben nicht. Wir haben aber auch Glück mit dem Wetter. Wir sind 22 Meter noch. Jetzt ist die Position der Kamera richtig. 21 Meter noch. Noch 30 Sekunden. Ah, herrje, wird das knapp. Obwohl wir Glück mit dem Wetter haben, es ist kein Wind. Poseidon ist uns eigentlich wohlgesonnen. Oh, es wird eng. Das müsst ihr schaffen, Jungs. Komm! Sieht gut aus! Komm! Sieh! Sieh!
verdammt! Das kann doch nicht wahr sein! 5, 4, 3, 2, 1 und... nein, das glaube ich nicht! Ich glaub's nicht! Ach, verdammt. Oh, Mann. Komm, stopp. Stopp. Wette leider verloren. Verdammt. Wir haben es mitgekriegt. Es sah so gut aus. Wie nee, die schwimmen immer noch weiter. Die schwimmen wahrscheinlich jetzt. Die schwimmen jetzt zum Gardasee weiter. Nach Bremen, über die Weser. Ja. Elton, wie war es denn in der Probe, Elton? Tatsächlich war es in der Probe auch immer sehr knapp. Die Jungs haben es bis jetzt tatsächlich noch nie geschafft. Aber so gut wie jetzt waren sie tatsächlich noch nie. Ich bin stolz auf die Jungs. Ja. Ich habe auch alles gegeben, geil, wie man an der Stimme hört. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so heiser bin. Es fehlten vielleicht 8 Sekunden. Werder, kommt. Wahnsinn. Elton. Mann, also, Mann. Ja, ich höre dich. Ich finde eine ganz großartige sportliche Leistung. Das Ding ist unglaublich schwer. Lass die Jungs einmal kurz aus dem Wasser kommen. Und dann stell ihnen doch mal Frage, inwieweit es sie psychisch auch belastet hat, dass du mit dieser Stimme am Start warst. Die Stimme kommt ja davon, weil ich sie so angefeuert habe. Hast du immer noch nicht verstanden, ne? Ja, ich arbeite dran. Naja, Werder. Ja. Leider nicht geschafft. Es fehlten vielleicht 8 Sekunden. Scheiße, ja. Oder so. Wir haben es versucht, wir haben gekämpft. Ich glaube, hinten raus hat uns ein bisschen die Kraft gefehlt. Na klar. Aber ich glaube, auch bei Wetten, das zählt der olympische Gedanke dabei. So ist es, alles. Absolut. Genau so ist es. Hier, in Kalter, beim Publikum hier am Kalterer See, herzlich bedanken. Ihr wart unser sechster Schwimmer. Bravo! Es gibt trotzdem Feuerwerk. Ich hoffe, meine Jungs werden Wettkönig. Und jetzt wieder zurück zu euch nach Bremen. Herzlichen Dank, Elton. Schöne Grüße in die Heimat. Es ist genau so. Wir brauchen solche Ideen, wir brauchen solche Wetten. Melden Sie sich bei uns, schicken Sie uns E-Mails wettendas@zdf.de oder auch wettendas@orf.at. Und dann freuen wir uns über verrückte Ideen jedweder Art. Schade, dass das verloren gegangen ist, aber können immer noch Wettkönig werden. 50.000 Euro gibt es dann bar auf die Kralle, wie man hierzulande mittlerweile sagt. So, wir kommen zur nächsten Musik. Ein Newcomer, der einen ganz ungewöhnlichen Karrierestart hingelegt hat. Ein junger Mann, der im Krankenhaus lag, als seine erste Platte, seine erste Single rauskam. Und als er, so erzählt ist die Legende, aus der Narkose wach wurde, lief im Radio sein Lied. Als er entlassen wurde, war er auf Platz 1. Oh. Die zweite Single lief dann deutlich reibungsloser. Da ging es ohne Krankenhausaufenthalt ab und ist ebenfalls Nummer 1 in England. Hier ist der Newcomer des Jahres aus England. Hier ist John Newman mit Love Me Again. John Newman. Wow. Ein Riesentalent. John, this was amazing. Thank you. Thank you so much. John Newman, Love Thank Me you. Again. What a great performance. Thank you very much. Sensationell. Hat auch einen Übersetzer im Ohr, wie ich gerade sehe. Ein richtiges Multitalent, schreibt, komponiert alles selber, macht seine eigenen Videos und auch seine eigenen Klamotten, richtig? Yeah, I kind of... want to do everything, I guess. I think my new album, Tribute, I kind of put everything towards it, so I guess that I feel so, so proud of it, because it's to get that final piece in your hand once you've put all that work in, once you've done the videos, once you've done the clothes and everything, it feels amazing. Super, also, hat großen Spaß dran, alles selber zu machen. Ein riesen Songschreiber, Songwriter, von dem wir noch eine Menge hören werden. John Newman. Thank you. Thank you so much for being our guest tonight. Thank you so much, John. So, und wir freuen uns jetzt über den Besuch einer Frau, die zweifellos zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen
dieses Landes gehört. Ich zähle mal kurz auf. Die Affäre Semmeling, Wir sind das Volk, Traumschiff Surprise, das Adlon. Also ich sag mal, wenn ich Filmproduzent wäre, würde ich sagen, bring mir die Kling und dann läuft das Ding. Hier ist sie, Anja Kling. Herzlich willkommen. Hey. Hallo. Ja. Was für ein Outfit. Oh, danke. Sensation. Schön. Sensation. Bitte schön. Anja Kling, meine Damen und Herren. Ihr kennt euch? Ja, Anja. Hallo. Wir kennen uns. Ich sag mal, die Crème de la Crème der deutschen Schauspielkunst heute Abend hier bei uns auf der Couch. Ja. Wo soll ich denn hin? Am besten. Ja. Setz dich doch einfach. Oh. Vielleicht neben diesen jungen Wilden hier. Was? Nee, Schweiges. Nee, darf ich in die Mitte? Ich setz mich so. Ja? Das ist doch mal eine Idee, ne? Ja, sehr gut. Wo kommt das her? Dieser Anzug? Ja, also muss jetzt keine Namen nennen. Also doch, Marcel von Berlin heißt der junge Mann und ist ein junger Designer in Berlin. Und der hat gesagt, das musst du anziehen und ich tue das gerne. Er hat recht. Ja. Ja, schön. Anja. Wir haben... Morgen Abend hier im ZDF 2015 ein bisschen ernsthafteres Thema. Da geht es um ein sehr viel strapaziertes Wort, finde ich. Burnout ist so das große Thema, die große Überschrift. Aber in dem Fall geht es tatsächlich um eine junge Frau, die dir, finde ich, auch wenn es ein anderer Beruf ist, in gewisser Weise durchaus ähnlich ist. Also das ist jemand, der sehr viel zu leisten hat, der Familie an der Hacke hat, hätte ich fast gesagt, ja, an der Backe hat, der trotzdem gut aussehen muss, der unter einem enormen Druck steht. Wie geht's dir? Wie kriegst du das alles so auf die Reihe mit dem, was du alles so machst? Ach, ja, ich glaube, dass das ganz vielen Menschen so geht, ob Frauen oder Männern, Müttern oder Vätern. Also wer viel arbeitet und Kinder hat und einen Haushalt hat und das alles irgendwie unter einen Hut kriegen will, hat eben viel an der Backe und muss das irgendwie alles organisieren. Aber was machst du mal konkret? Du hast zwei Kinder, ne? Ja, aber ich mache das nicht anders als jede andere Mutter. Also ich organisiere mich einfach. Ich habe eine Familie, die mir hilft. Die Kinder sind jetzt auch nicht mehr so klein. Die machen ganz viel selbstständig. Und ja, und ich bin einfach total gut organisiert. Und ihr habt so ein ganz interessantes Modell, ne, nach dem ihr lebt. So ein mehr Generationen. Nach Haus ist es ja nicht, aber so eine eher so eine Ansammlung alle, von Häusern. Alle auf einem Fleck. Ja, also so sehr nah beieinander, was natürlich sehr, sehr viele Vorteile hat, weil wir eben so, meine Schwester und ich, so arbeiten können, wie wir arbeiten, weil unsere Eltern uns sehr unterstützen. Die Kinder haben ja auch Väter, die uns da unterstützen und wir uns alle gegenseitig so ein bisschen helfen. Und das ist schon ein ganz schönes Modell. Also ich liebe das sehr gerne. Das heißt aber nicht, dass wir immer nur alle friedlich um einen Tisch sitzen und Kaffee trinken, sondern da geht man sich auch mal auf den Geist. Das ist schon auch klar. Man geht sich immer auf den Keks. Ja. Und sagt, die kann ich jetzt auch mal nicht mehr sehen. Zwei Wochen. Also gerade meine Schwester und ich, wir können uns ziemlich heftig fetzen. Und dann vertragen wir uns halt wieder. Du, Gerrit, auch sehr bekannte Schauspielerin. Ja. Da knallt es dann auch mal. Ja, alles andere wäre ja Quatsch. Kriegt man dann so einen Nachbarschaftsstreit vom Zaun und beschimpft sich gegenseitig so über die Hecke hinweg? Nein, wir haben ja keine Hecke. Also. Ah, okay, das ist das Problem. Verstehe. Wir schauen einmal kurz rein, Anja, in das, was wir morgen sehen werden. Sehr eindrucksvoller Film und du wirst da gleich kaum wiederzuerkennen sein. Sehr, sehr überzeugend gespielt. Einmal leben, bitte. Schöner Satz. Einmal leben, bitte. Ist auch ein Thema in deinem Leben, ne? So die Frage, wie geht man mit dem ganzen Wahnsinn so um? Und wie kommt man mal wieder zur Ruhe? Klar. Also da muss man sich schon seine Freiheiten schaffen und vor allem auch immer wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, logisch. Mhm. Wie macht das Ruth? Also wenn ich sehr gestresst bin, lege ich mich einfach einen Tag ins Bett, trinke ganz viel Wasser, höre gute Musik und schalte ab nach außen und gehe nach innen. Ganzen Tag im Bett? Ja. Matthias? Ich male, ich guck mal Fernsehen, ich sitze mal auf der Couch. Du hast aber auch so deine Flucht, ne? Du fährst ab und zu mal nach Paris und haust einfach ab. Ich fahre ab und zu auch mal raus aus Deutschland, ja? Gute Idee. Ich fahre aber auch in den Spreewald paddeln mit meinem besten Freund. Klingt langweilig, ist es auch? Nee. Aber es bringt einen runter. Ja, in der Tat. Wie machst du das, Anja? Ach, mir hilft schon, wenn ich mal das Handy ausmache.
ist eine unglaubliche Quelle von Stress. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. So, um dieses Gerät wird es gleich gehen. Wie handhabt ihr das? Ich habe sowas nicht. Ich muss ja nicht so wegzucken hier. Ist nicht so, das beißt nicht, das Ding. Ja. Wie macht Anja? Ich habe auch sowas nicht. Und die Kinder? Auch nicht, zu ihrem großen Leid. Gar nicht? Nee. Was machst du, Matthias? Er hat es. Soll ich jetzt hängen? Komm. Du kannst das, ja. Markus Lanz. Markus! Das wäre doch mal ein iPad. Das wäre doch mal ein super neues Telefon. Oh, scheiße, ich habe Kacke gebaut. Ich habe es kaputt gemacht. Nee, ist alles gut. Wahrscheinlich, also meine Tochter mittlerweile kann schon so machen. Wie alt? Gehst du bitte in die Küche, holst mir einen Keks? Ich möchte gerne noch eine Salami-Tappe. Die hat sowas nicht, nee. Aber der Vater hat sowas. So, und genau um dieses Tablet geht es jetzt in unserer nächsten Wette. Und wir schauen uns zunächst mal an, wer der junge Mann ist, der damit etwas ganz Bemerkenswertes kann. Bitte schön. Hallo, ich bin Niklas Hausmann, 32 Jahre alt und bin von Beruf Biologe. Ich bin eigentlich im typischen Labor. Ich untersuche halt da Proteine in Pflanzen. Ich habe die Nicole während des Studiums kennengelernt. Wir gehen auch gerne mal spazieren oder wir nehmen die Slackline mit und versuchen ein bisschen drauf zu üben. Ist ja nicht einfach. Nein! Mit Hansen Salzer seit 2 Jahren. Und es macht uns viel Spaß. Nach der stressigen Arbeit geht es dann erstmal nach Hause auf die Couch. Zum Entspannen schnappe ich mir dann erstmal das Tablet und zocke erstmal eine Runde, um mal runterzukommen. Bin ich schon ein bisschen süchtig nach. Und da hatte ich auch eigentlich die Idee dazu, um meinen Wettvorschlag zu entwickeln. Ich brauche für meine Wette 50 Tablets und wirklich viele Personen. Wenn ich Wettkönig werde und die 50.000 Euro gewinne, dann wäre das mega geil. Und ich würde erst mal mit meiner Freundin auf den Malediven so richtig entspannen. So, und da ist er. Herzlich willkommen, Niklas Hausmann. Ja, lass uns rübergehen. Hallo Bremen. Schönen guten Abend, Zuschauer. Willkommen zu euch. Niklas, herzlich willkommen. Hallo. Anja Kling. Schön, Sie kennenzulernen. Hi. Hallo, herzlich Markus. Willkommen. Lass uns gleich mal an die Stelle, an der es gleich passieren wird. Eine unglaubliche Wette. Niklas Hausmann wettet nämlich, ich erkläre dir das mal kurz, Anja, ja? Wettet, dass er anhand der Fingerschmierspuren, die auf einem solchen Tablet entstehen, 50 Spiele erkennt. 3 aus 4. Musst du tatsächlich schaffen. Wie kommt man auf so eine Idee? Per Zufall eigentlich, ja. Und es hat sich so ergeben aus dem Alltag heraus. Das Tablet war schmutzig. Was heißt aus dem Alltag heraus? Du sitzt zu Hause auf der Couch, deine Freundin bringt dir Bier, Wasser, Wein und nein, du sitzt da. Nicht ganz so schön wäre es, ne? Aber nee, das war ganz normal. Also zum Tablet gegriffen und dann gesehen, okay, irgendwie sind da Abdrücke, die ich kenne. So. Kennst du das auch? Deine Kinder dürfen die SMS und all diese Dinge? Ja, also mein Sohn hat so ein Smartphone. Smartphone. Ja. Aber so ein Tablet hat er nicht und der spielt schon auch. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass man anhand der Fingerspuren irgendwie erkennen kann, was er da macht. Ja, also es geht um diese schmierigen Finger, die man da möglicherweise genau hinterlässt. Der Traum einer jeden Spurensicherung. Pass auf, Niklas, du gehst schon mal auf Position. Anja kommt bitte mit. Und sucht uns gleich mal die entsprechenden Tablets raus. 3 aus 4, danke dir, 3 aus 4 musst du tatsächlich schaffen. Der Wetteinsatz von Anja ist, sag erst mal, ob du glaubst, dass das kann oder nicht. Ich glaube, er kann das, er guckt so. Er kriegt das hin? Ja. Was wirst du machen, wenn nicht? Sag es mir. Pass auf. Wir haben gelesen, erfahren, du wirst demnächst Bettina Wulff spielen in einem Film namens Die Affäre Wulff. Von Bettina Wulff ist so, ne? Ja. So, wir haben dieses berühmte Tattoo immer gesehen von Bettina Wulff. Und wir würden dir vorschlagen,
dass du zur Strafe für den Fall, dass die Wette verloren geht, die ein solches Tattoo machen musst, haben aber noch ein paar weitere zur Auswahl. Schau mal, das wäre sozusagen das Modell Bettina Wulff, das ist das Original-Tattoo der ehemaligen First Lady. Wir hätten aber auch so ein ganz klassisches Motiv im Angebot. Das wäre dann so dieser Anker. Oder, was ich aber glaube, jetzt nicht in Frage kommen wird, wäre das hier. Juhu. Welches nimmst du, Anja? Also ich nehme auf keinen Fall das von Bettina Wulff. Du nimmst nicht das von Bettina Wulff, ja? Nein, das finde ich nicht richtig und nicht gut. Für mich jetzt hier als Anja Kling, ich bin ja nicht in meiner Rolle hier. Ja. Werder Bremen, oder? Werder Bremen ist gut. Sehr gut. Okay. Wir reden über ein Sprühtattoo, ne? Das hält eine ganze Weile, wäre ja sonst ein Gemetzel hier, das wollen wir natürlich nicht. Und diese schöne Frau verunstalten. Die Herrschaften hinter uns haben jetzt genau 10 Minuten gespielt. Machen einigermaßen zufriedenen Gesichtsausdruck. Ja, haben genügend Spuren hinterlassen. Hoffe ich. Und wir sagen an dieser Stelle Stopp, aus, vorbei. So. Niklas wettet, dass er anhand dieser Schmierspuren 50 Spieler kennen kann. 3 aus 4 musst du schaffen, Niklas. Du bist soweit? Okay. Kein einfaches Unterfangen. Anja, dürfte ich dich bitten, ein Tablet jetzt bitte zu uns zu bringen. Eins. Such dir irgendeins aus, das dir besonders gut gefällt. Eins. Noch besser ist es, wenn dir der junge Mensch, der dahinter sitzt, dir auch gefällt. Okay, alle. Nimm irgendjemanden. Achso, das Mädchen bringe ich nicht mit, nein? Oh Gott, das kann man doch nicht erkennen. Kann man nicht erkennen, nein. Meinst du? Niklas glaubt, er kann das erkennen. Pass auf. Und ich sage jetzt, top, die Wette gilt. Eine Wette aus dem Jahre 2013. Okay. Also fettig genug ist es auf jeden Fall, da freue ich mich schon mal. Ja. Ein schmieriger Typ, ja? Ja, oder... Oder als früher Kandinsky. Okay, jetzt gucke ich erstmal, wie rum wurde es gehalten. Ist mal gar nicht so leicht. Ist ja individuell, jeder spielt sein Spiel anders. Das ist unglaublich. Okay. Also es lässt sich immer ganz gut erkennen anhand der Fingerabdrücke. Ja. Und, also wenn du es nicht weißt, rufen wir bei der NSA an, die wissen das jetzt schon. Alles klar. Wer es ist. Und ich würde vermuten, dass es so hochkant gespielt wurde. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich sage, das ist Hucks River Run. Hucks River Run. Und das ist richtig. Hucks River Run, wow, okay, ist richtig. Schau mal. Pass auf, erklär uns einmal nur anhand dieses Spiels, wie das jetzt funktioniert. Also wie funktioniert jetzt Hucks River Run? Okay, ich starte. Das ist diese Spur, Niklas. Genau. Hier unten ist eine Figur. Und man versucht dann Münzen einzusammeln und dann über die Flöße halt nach oben zu den Seeleuten zu gelangen. Ich verstehe. Also ganz witzig. Muss man aber aufpassen, dass einen das intellektuell nicht überfordert, ne? Nee, ist eins ist ja? Mal... Ja. Super, ein Wahnsinn. Okay, Anja, bitte nächste? Das nächste, ja. Erstes schon mal richtig, 3 aus 4 musst du schaffen. Wie ist es eigentlich, Niklas, wenn man sowas dann sehr viel zu Hause spielt und sich auf so eine Wette vorbereitet, hat man dann hinterher noch eine funktionierende Beziehung? Doch, das hat ganz gut geklappt. Die Nicole hat mir ja geholfen und da waren wir dann schon ein Team. Ist unersetzlich in dem Fall. So, Anja kommt mit dem nächsten. Sieht für mich genauso aus. Sieht genauso aus, ja. Könnte auch Josef Beuys sein, der Fettfleck. Sonnenaufgang. Okay. Auch hier muss ich erst mal schauen. So ein Kaktus aus der Wüste auch. Nur auf jeden Fall sind die Spuren wieder gut zu erkennen. Ist das eine Frau oder ein junger Mann? Also das kann ich nicht sagen. Das wer fettet denn mehr? Ich würde sagen, die Jungs fetten ein bisschen mehr als ja, die Mädels. Und okay. Ich habe auch hier schon eine Vermutung.
Und hast du schon eine konkrete Idee? Ja. Das müsste Spider-Solitär sein. Und? Willst du lösen, ja? Ja, soll ich? Müsste oder? Es ist Spider-Solitär. Es ist Spider-Solitär. Pass auf. Wir schauen kurz rein. Wow. Es ist Spider-Solitär. Großartig. Sensationell. Super. Anja, nächste. Wenn das so weitergeht, sind wir gleich durch. Soll ich dir helfen? Einer noch? Einer noch. Einer noch? Einen musst du noch, ne? Zwei Versuche und einer muss stimmen. Das ist zu machen. Das heißt, du schaust dir erstmal an, weil du sagst, ich muss immer sehen, ob das hochkant oder quer gespielt wird. Du siehst, wie jemand das Ding in der Hand gehalten hat. Genau, exakt. Ja. So, nächstes bitte. Okay. Wenn das richtig ist, Wette gewonnen. Das sieht ein bisschen aus wie Sylt, ne? Ja, so annähernd so ein bisschen. Ne? Okay, auch hier. Gute Stirn, fettige Haut, sehr gut. Das ist für meine Wette optimal. Gute Stirn, fettige Haut. Also, weißt du, was er damit meint? Dass die Stirn gut fettig ist, das ist sehr nützlich. Halt es nicht so rum, es sieht sehr unanständig aus. Okay. Jetzt wieder anders machen. Ich muss es aber, glaube ich, so rum wieder hinstellen. Ja, okay. Dies wurde im Querformat gespielt. Und ich sage, in dem Fall handelt es sich um Shark Dash. Shark Dash. Yeah. Es ist Shark Dash. Sensationell. Yeah. Das ist Wahnsinn. Danke euch. Herzlichen Dank euch. Schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke. Niklas, ganz toll gemacht. Schön. Shark Dash. Danke. Super. Herzlichen super. Dankeschön. Unglaublich. Ein Traum. Ein Traum. Das heißt also, Glück gehabt, Anja. Niklas, wir sehen dich in Kürze wieder. Mach's dir gemütlich in unserer Wettlounge. Ich helfe dir ein bisschen. Tschüss. Und wir freuen uns auf einen Gast, Anja, der es in sich hat. Darf sich jetzt freuen. Ich habe ihn vorhin schon mal kennenlernen dürfen. Ich sag mal so, der Mann ist ein Naturereignis. 12-mal von der Schule geflogen, dann durchgeschlagen in Los Angeles, irgendwie mit Aushilfsjobs, dann nachts Drehbücher geschrieben, 2 Jahre lang Klinkenputzen gegangen, kein Film-Fernsehproduzent wollte das Zeug haben, 2 Jahre später 3 Oscars. Hier ist Sylvester Stallone! Hey, good to see you here. Yeah. Herzlich willkommen in Bremen, Sylvester Stallone. Thank you. Where do you want me? Helene Fischer. Hi. Yeah. Ruth Maria Kubitschek. Hallo. Yeah. Matthias Schweighöfer, Anja Kling. Sylvester sitzt am besten irgendwo zwischen euch drin, oder würde ich sagen? Ja? Ja? Yeah. Okay. Okay, das ist okay. There we go. Herzlich willkommen, Rocky 1 bis 6. Oh, thank you. Ja, vielen, vielen Dank. Yes, it's so good to be here. Ja, es ist so toll, hier zu sein. Stimme. Grandios. Was für eine Stimme. Ja. it was about, my voice has always been deep. Ja, meine Stimme war immer schon tief, seit ich 12 Jahre alt war. And I would call a girl like und wenn ich dann ein Mädchen mit 13 angerufen habe, habe ich dann gesagt, ist Susi da? Und der Vater hat dann gesagt, wer ist denn das? Ich bin einfach nur ein Junge, ich habe einfach nur eine tiefe Stimme. Kann ich dich mal sehen, hat der Vater dann gesagt, komm mal hier rüber. Also der dachte nicht, dass ich noch so jung bin. Früher mal als Barry White gearbeitet?
Actually, he copied me. Ja, so sieht's aus. Muss ich sagen. So sieht's aus. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich sehe hier Oberarme und Unterarme, die ich ehrlich so noch nicht gesehen habe, Matthias. Das ist beeindruckend, ne? It's amazing. Ein bisschen Angst jetzt, glaube ich. Thank you. Wie viel? No, it's... Ne, keine Angst. It's a choice I made when I was very also, young. Da habe ich mich entschieden, als ich ganz jung war. Vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Film gesehen mit Steve Reed, Hercules. Und ich war da ganz dürr, ganz klein. Und habe dann mein Image gefunden, ein männliches Image. Und ich habe mir gedacht, das probiere ich mal aus. Ich war nicht besonders gut in der Schule. Und das hat dann alles für mich eröffnet. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich nicht Rocky und Rambo machen können. Also vielen herzlichen Dank, Steve Reese, wo immer du sein magst, im Himmel da oben. Silvester, wie viel? Um mal kurz auf diese Unterarme noch mal zu sprechen. So, Matthias kriegt schon Nervenflattern, weil er wird gleich gegen dich boxen. Nee, das musst du ihm doch jetzt nicht sagen. Naja, ich deut's mal ganz kurz zart an. Ja. Wie viel trainierst du heute noch? Also wenn ich in Los Angeles zurück bin, dann trainiere ich 3 oder 4 Mal pro Woche. Wenn ich einen Film mache, dann 6 Mal die Woche. Aber dann kriegt man auch Verletzungen und bei den Stunts und so, das tut schon ganz schön weh. Und da versucht man eben, den eigenen Körper zu bearbeiten. Aber das ist schon ein Vollzeitjob. Das ist es wirklich. Sylvester Stallone kommt gerade von Dreharbeiten zurück zu Expendables 3. Ja, ja. Cool. Well, we're in Bulgaria. Ja, wir sind in Bulgarien. Und das ist ein unglaublich schwieriger Film mit vielen Stars. Mel Gibson ist mit dabei, Antonio Banderas und all diese jungen Expendables, so alt wie er da. Also, das wird da schon was ganz Besonderes super werden. So ein Film mit Nachwuchstalenten, kann man das so zusammenfassen? Ja, ich glaube, so muss man das zusammenfassen. Also, man versucht da frisch und neu zu sein. Ich bin ja schon lange dabei. Und ich denke, es ist jetzt schon auch gut, neue Talente mit reinzubringen, denen man eine Chance zu geben, so wie man mir eine Chance gegeben hat früher. So. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen Gelegenheit darüber haben, über deine große Chance zu sprechen. Das hat ganz viel auch mit dieser Figur, mit Rocky zu tun, über die wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher reden. Wie ist es damals dazu gekommen? Wie hast du selbst geschrieben auch? Wie ist es zu dieser Figur gekommen? Wie hast du das angelegt und entwickelt? Ja, wie alle Leute im Publikum. Jeder hat ja einen Traum, jeder möchte was im Leben darstellen, wenigstens die Chance haben, was Besonderes zu werden. Ich habe mich dann also hingesetzt, bis dahin hatte ich versagt, ich habe nichts hingekriegt, aber manchmal, wenn man versagt, dann öffnet das die Tür zu was anderem und dann habe ich angefangen, was zu schreiben. Ich habe da meine Gefühle mit reingebracht. Ich habe dann einen Boxer eingesetzt, wegen der Symbole. Das Leben ist ja mein Kampf. Und ich hatte aber keine Ahnung, als ich das gemacht habe, dass das so viele Jahre halten würde. Und jetzt wird es dann auch noch ein Musical. Und ich danke all den Rockies draußen in der Welt. Aber diese Figur, jeder hat einen kleinen Rocky in sich. Diese Figur, Sylvester, hat ja auch sehr viel mit dir selber zu tun. Ist es wirklich wahr, dass du 22 Mal von der Schule geflogen bist? 12 Mal. Okay, 12 Mal. Das ist natürlich dann eine andere Sache. Ist ein bisschen seltsam. Also manchmal ist man schon kreativ, aber kein Akademiker. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nennen sie das heute. Das Denken wandert da umher. Und als ich in der Schule war, da haben die das nicht verstanden, diese psychologischen Unterschiede. Und da musste ich dann immer weg und raus und weg zur nächsten Schule. Also ich bin dann eben auch nie in die Schule gegangen, sondern lieber ins Kino. Aber am Ende hat sich das ja alles bezahlt gemacht. Mal so einen alten Lehrer von früher getroffen.
Das kann man. Ja, das habe ich schon. Jeder hat gesagt, also damals, da haben die alle gesagt, oh Gott, also da endest du nur auf dem elektrischen Stuhl. Ja, ich habe dann gesagt, ja, ein bisschen besser ist es schon, aber die haben ja dann gesagt, du passt nicht rein, aber die meisten Schauspieler passen irgendwo rein. Das sind eben andere Leute, die sind was anderes. Also das ist ja eben eine Welt, wo wir uns reinpassen müssen und wir als Schauspieler haben einen anderen Job. Wenn man anders geboren ist, dann verstehen die Leute das nicht, aber wenn man älter wird, dann fängt man an, die Unterschiede, die man darstellt, zu nutzen. Jeder hat was Besonderes zu bieten. Leider ist es so, dass nicht jeder immer die Chance kriegt, diese besonderen Fertigkeiten zu nutzen. Und deshalb ist es, glaube ich, manchmal schon frustrierend. Es gibt viele Talente da draußen, die nie eine Chance bekommen. Und ich versuche einfach, jedem die Chance zu geben, wenn ich nur kann. Und dann kommt, und auch das so eine späte Rache an diesen Lehrern, die einen immer wieder von der Schule werfen, dann kommt Sylvester Stallone plötzlich an den Broadway. Wie kam es dazu? I know. That is unbelievable. Das ist wirklich unglaublich. Das ist erstaunlich, auch für einen Film wie Rocky. Diese vielen Jahre später, also 1974, 75 war das ja, aber jetzt stehen wir heute hier, zwei Generationen später, und jetzt kommt Rocky zum Broadway. Es hat in Deutschland angefangen. Ich verdanke Deutschland da sehr viel. Da wurde das Musical ja entwickelt in Hamburg. Das ist ein unglaubliches Musical. Ich habe da gesessen und konnte das kaum glauben, was ich da gesehen habe. Das erste. Das ist erstaunlich. Ja, wirklich. Also wenn einem der Film gefällt, dann gefällt einem das Musical noch 10-mal mehr. Ist das erste deutsche Musical, das es jemals aus Deutschland heraus in die USA an den Broadway geschafft hat. Im März 2014 ist dort Premiere und wir sehen jetzt einen sehr, sehr schönen kleinen Ausschnitt aus diesem Musical. Ein Musical, an dem er ganz maßgeblich mitgeschrieben hat. Bitte schön. Rocky, das Musical. Chavis Olem. Rocky, das Musical. Das ist. Hey! Look at you, man. Look at all great work. Wie viele Rockies stehen denn da? Wie viele seid ihr? Wie viele Rockies haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja? Great work, 7, guys. 8. Amazing. Yes. Yeah. Is that hello, man. Sylvester. Congratulations. Hey there. Hey, Apollo. Yo. Sylvester, bist du zufrieden mit ihm in der Hauptrolle? Yeah, actually, he did too good. He's making. Ja, der hat's zu gut gemacht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Er hat das fantastisch gemacht. Das ist so eine schwierige Rolle. Das ist wirklich erstaunlich. Man muss singen, tanzen, Schauspielern Gefühle zeigen, Emotionen zeigen. Sie sollten das Musical ansehen. Das ist wirklich fantastisch. Okay, Jungs, also. Unglaublich. Herzlichen Dank, vielen Dank an die Rockies. Und, okay, pass auf. Wir bleiben hier, okay, wir holen uns Matthias Schweighöfer. Matthias, es steht eine Wetteinlösung. What? Vor der Brust. What? Ja, komm ruhig rüber. Okay. Boxen gegen Sylvester Stallone. Trau dich. Trau dich, trau dich. Jetzt gibt's was auf die Ohren. So, also, hast du ja die Wette verloren? Yes. Yes, I lost my bet. Wir werden es nicht ganz so brutal machen. Okay. Wir machen es ein bisschen einfacher. Pass auf, da vorne haben wir was für euch vorbereitet. Komm, wir gehen da mal hin. I will not die. You will not die. Nein, okay. You will survive. Es ist damit zu rechnen, dass du durchkommst. Okay. So, also, es wird nicht so hart. Hast du schon mal gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Kirmesboxen. I never Silvester did this. Schon mal no, gemacht? Eine schöne Sache. Für ihn ist und das auch, doch, oder? Und auch für dich, ja. Ich zuerst? Soll ich anfangen? Nee, ich er würde muss. Sagen, ich würde sagen, dramaturgisch sinnvoller ist es, glaube ich, wenn Matthias Schweighöfer erst anfängt. Ja. Weil wir wollen ja dann besser werden. Okay.
oder nicht? Okay, yeah. Ja. Ohne Handschuhe so. Oder wie macht man das? Oder mit dem Kopf, mit dem Knie? Ich würde es versuchen mit der rechten Faust. Warte. Okay, alles klar. Pass auf. Da stehen hier so verschiedene Stufen drauf, ja? Also, richtiger Boxer geht hoch bis auf 800. Superman zwischen 600 und 700. Killer bei 500. Brutaler Typ 300. Und dann geht es immer weiter runter. Hoffnungslos ungefähr bei 0. Okay. Ja? Bist du soweit? Okay, ich bin soweit. Pass auf, konzentrier dich. Ja. Wie jeder Einschlag, ja? Okay. Jeder Einschlag. Jeder Einschlag. Gib alles, was du kannst. Okay. Ah ja, scheiße, shit. 661, ja. Ja. Ich sag mal, zwischen Killer und Superman bist du damit unterwegs. Wow. Thank you very much. So. Oh my God, now. Und jetzt bitte. Oh God. Wow. Schalala. Ja. Ja. Sensationell. Da geht einiges. Also, bitteschön, nehmt wieder Platz. Wette eingelöst, damit war so ungefähr zu rechnen. Wir haben natürlich auch für Sylvester Stallone eine tolle Wette mitgebracht. Eine Wette wie gemacht für Wetten, dass. Ruhig Platz nehmen, schauen uns erstmal die beiden Kandidaten an. Vater und Tochter, zwei sehr sympathische Menschen, die großes Gerät bedienen. Bitteschön. Hallo, ich bin Annalena. Und ich bin Reinhard Will. Und wir kommen aus dem schönen Vogelsberg in Hessen. In meiner Freizeit jogge ich gerne, studiere jetzt Wirtschaftspädagogik in Kassel und das Ziel ist, Berufsschullehrerin zu werden. Und abends arbeite ich in der Gastronomie. Zur Familie gehören außerdem meine Frau Heidrun und mein Bruder Tobias. Zusammen mit meinem Sohn Tobias nehme ich an Traktorenrennen teil, das ist in Deutschland einmalig. Und nichts ist vor meinen Schraubenschlüsseln sicher. Die Schwierigkeit an der Wette ist, dass ich zu Annalena keinen Blickkontakt habe, sondern ihre Anweisungen nur hören kann. Es geht um eine Baumaschine. 7 Tonnen Baumaschinenwalze. Und wir brauchen noch Flaschen. Unsere Freunde alle unterstützen uns. Aber ich denke, dass sie doch schon manchmal denken, dass wir ein bisschen abgedreht sind. Können sie auch denken. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Wenn wir Wettkönig werden, dann kaufen wir uns eine richtig schöne, teure, moderne Küche. Also ich kaufe mir Schuhe. So, und da sind sie. Herzlich willkommen, Annalena und Reinhard Will. Dass du wieder da sitzt, unfassbar, ne? I bring you over there. Oh, oh Gott. Da ist schon das erste Ding kaputt gegangen. Ja. Schon mal mit sowas gefahren? Oh yeah, I drive it to school every day. Ja, damit fahre ich jeden Tag in die Schule. Hi, nice to meet you. Hi. Sylvester Stallone, Annalena und Reinhard. Herzlich willkommen. Muss allerdings gestehen, Reinhard ist eher Fan von Helene Fischer. Das muss sie jetzt verkraften, Sylvester. Einmal zuwinken. So. Aber solche Männer, solche Muckis schon mal gesehen, Annalena? Fast wie der Papa. So, fast wie der Papa. Pass auf. Also. Ich formuliere erstmal die Wette. Also, Annalena und Reinhard Will wetten, dass sie mit dieser Straßenwalze blind in der Lage sind, 6 Flaschen zu öffnen. Diese 6 Bierflaschen hier. Und das Ganze in genau 2 Minuten 30. Wie seid ihr auf diese Wette gekommen? Und wer hat die ganzen Flaschen hinterher getrunken? Yeah. Also die Idee stammt von Papa, hat die dann ein bisschen weiterentwickelt und hat mich dann mit ins Boot genommen. Ja, ich darf ihn jetzt lotsen, also er hört hoffentlich auf mein Kommando und unsere ganzen Nachbarn durften fleißig trinken. Das heißt, ihr habt den,
Ihr habt dem tatsächlich dann das Bier gegeben, das ihr geöffnet habt, ja? Ja, also die haben immer schön die geöffneten Flaschen bekommen und sie waren dann auch so nett und haben ihre Biermarken, die sie gerne trinken, auch gesponsert, damit auch das auf den Tisch kommt, was schmeckt. Okay, also eine schöne Geschichte. Frage an Sylvester Stallone. Sylvester, glaubst du, geht das, ja oder nein? Kriegen die das hin? Absolutely. Absolut, unbedingt. Nichts anderes erwartet. Yes. Jawohl. Nichts anderes erwartet. Und er hat uns versprochen, wenn er die Wette dennoch verlieren sollte, wenn es schief gehen sollte, was durchaus passieren kann, dann wird Sylvester Stallone, dieser harte Hund, er wird nicht nur Musical-Schreiber sein hinterher, nein, er wird auch malen, zartes Bild malen, und zwar für Ruth Maria Kubitschek. Oh. Ein Original Stallone für Ruth Maria Kubitschek. Okay? Okay. Okay, das machen wir so. Okay. Also, ihr seid soweit? Okay. Ihr seid soweit? Okay. Ja, okay. Kleinen Moment. Also, macht euch fertig. Ja. Annelena, red noch mal kurz was, dass ich nochmal höre. Ja. Am besten machst du die Walze schon an, oder? Walze schon mal anmachen. Ja. Das sind so Sätze, die Töchter zu Vätern am späten Samstagabend sagen. Mach schon mal die Walze an. So. Okay, so. Markus, du sagst mir die Zeit zwischendurch. Ich sag dir zwischendurch okay. Die Zeit, ja? Red noch mal, Annelena. Hörst du mich so laut und deutlich? Okay. So. Guck noch mal bitte auf. Nochmal. Den Hundegang. Wann hab ich drin? Okay. Gut. Stufe 2. Stufe 2. So. Okay. Okay. So. Also, eine Wahnsinnswette. Was ist blind, gelb und scheitert möglicherweise an ein paar Flaschen? Es ist nicht die FDP, nein, es ist Reinhard. Also, bitteschön. I didn't know he's blindfolded. Komm. Papa, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, Annalena. Hörst du mich? Gib mir ein Zeichen. Okay, ja. Gut. Gut. Top. Die Wette gilt. Okay, vorwärts fahren. Ja. Zur Flasche hin. Hin zur Flasche. Hin. Stopp. Rückwärts fahren. Stopp. Flasche. Vorwärts fahren. Und stopp. Stopp. Zur Flasche da, zur Flasche hin. Noch gute 2 Minuten, Annalena. Stopp, rückwärts fahren. Stopp, Flasche geöffnet. Von der Flasche weg, vorwärts fahren. Sehr gut. Schnell vorwärts fahren. Schneller. Von der Flasche weg, weg. Stopp. Flasche da, zur Flasche hin. Das war fast Rambo hier. Rückwärts fahren. Stopp, Flasche geöffnet. Von Jawohl. Der Flasche weg, vorwärts fahren. Annalena, vorwärts noch fahren. Eins. Noch genau, 1,40 super. Zeit. Zur Flasche hin. Stopp! Flasche da, zur Flasche hin. Stopp! Rückwärts fahren. Stopp! Flasche geöffnet. Sehr von der gut. Flasche weg, vorwärts fahren. Von der 3. Flasche weg. Ja, super. Und zur Flasche. Ja, hin. Come on, stopp! Come on. Flasche da, zur Flasche hin. Come on. Stopp! Noch ein bisschen hin zur Flasche. Hin zur Flasche, hin. Ja, und rückwärts fahren. Stopp, Wahnsinn. Flasche geöffnet. Wahnsinn. Von der Flasche 4. Weg, vorwärts fahren. Vorwärts. Eine gute Minute noch Zeit. Zur Flasche, bisschen hin. Ja. Noch hin, stopp. Flasche da, zur Flasche hin. Zur Flasche hin. Stopp, rückwärts fahren. Stopp, Flasche geöffnet. Sehr von der Flasche weg, vorwärts fahren. Ja. Noch weg von der Flasche, weg. Ja. So, langsam. Nicht nervös werden, ihr habt noch 40 Sekunden Zeit. Weiterfahren. Ja. Es läuft wie am Schnürchen. Zur Flasche hin. Stopp. Vorwärts fahren. Stopp. Flasche da, zur Flasche hin. Stopp. So, wenn der funktioniert, ihr habt noch 20 Sekunden. Jawohl. Anja, komm runter. Was für eine Ehrenwette. Herzlichen Glückwunsch, freue mich sehr. Das war nicht einfach. Ja. Annalena, herzlichen Glückwunsch. Hat in der Probe einige Male überhaupt nicht funktioniert.
War jetzt ziemlich schwer. Ganz schweres Ding. So, guck mal da, die zwei, ja, die zwei ganz harten Männer unter sich. Fast Brüder. Schau mal. Schau mal. Oh. So, welcher Job ist eigentlich schwieriger? Annalena, oder? Beides. Wir müssen einfach zusammen spielen. Das, wenn einer nicht funktioniert, kann der andere auch nicht funktionieren. Dann haut gar nichts hin. Genau. Also, wir bedanken uns sehr herzlich. Das war eine fantastische Idee, danke, vor allen Dingen. Ganz klassische, unsere Fans. Ganz klassische, ja, Wette. Unsere Fans. Willi Smiles. Ja. Ja. Cool. Also, ganz klassische Wette. Gehört immer irgendwie zu Wetten, das dazu. Ich habe gerade vorhin gedacht, eigentlich ist es gefühlt ein Bagger. Dann ist es Wetten, das. www.wettendas.de schicken Sie uns Wetten dieser Art. Bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Reinhard und Annalena. Reinhard fährt einmal diese Walze raus. Wir gehen zurück, bitten unsere anderen Wettkandidaten zu uns, weil wir uns jetzt auf einen großen Moment freuen. Wir werden nämlich gleich den Wettkönig küren. Kommt ruhig mit. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Sylvester Stallone nimmt Platz. Dankeschön, ihr auch, super. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also, das waren unsere Wetten. Kinderwette steht natürlich wie immer nicht zur Wahl, weil die kleine Paula selbstverständlich schon ins Bett musste. Sie rufen uns bitte schön an unter diesen Nummern 0137. 10, 20, 40 und dazu die entsprechende Endziffer aus Österreich, die 0901 022 20 und dazu die entsprechende Endziffer. Und die schauen wir uns jetzt nochmal in einem Schnelldurchlauf an. So spektakulär fing es an. Dario Kiesewetter, die Endziffer 1, Jäger des verlorenen Spiegeleis, der Mann mit einem Wettpaten, Harrison Ford, kann auch nicht jeder von sich sagen. Eine unglaubliche sportliche Leistung. So, dann die Jungs um Werner Meyer aus Kaltern in Südtirol, die ein tonnenschweres Mähschiff über den Kalterer See gezogen haben und es um ein Haar geschafft haben. Fünf Männer im Kampf gegen die Elemente, die Endziffer 2. Dann unsere Endziffer 3. Niklas mit einer ganz zeitgemäßen Wette, der in der Lage war, von einem Tablet abzulesen, was da vorher drauf gespielt worden war. Das ist eine ganz enorme detektivische Leistung. Ich glaube, du kriegst bald einen Anruf vom BKA, Niklas. Und gerade eben gesehen, Annalena und Reinhard Will, die es geschafft haben, mit schwerem Gerät, mit einer Straßenwalze, sechs Bierflaschen zu öffnen. Eine ganz klassische Wetten-das-Idee. Ja, wir sind immer interessiert. Hier nochmal die Telefonnummern im Überblick. Rufen Sie uns jetzt bitte an. Immer interessiert an so großartigen Wetten. Alles dazu unter www.wettendas.de. Sie können uns e-mailen unter wettendas@zdf.de oder aus Österreich unter wettendas@orf.at. Und wenn Sie mitspielen, mittippen, mitvoten, gibt es die Möglichkeit, eine Reise nach Halle, unser nächsten Ort, mit Wetten, das, unserer nächsten Station, zu gewinnen. Und für den Wettkandidaten sind 50.000 Euro drin. Also, ich drücke euch die Daumen. Zu Hause glühen jetzt die Leitungen und jetzt zur Stadtwette. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz, worum es ging. Also, Stadtwette. Hallo? Machen wir erst die Stadtwette oder machen wir... So, das ist das, was ich machen müsste, wenn die Wette, die Stadtwette verloren geht. Eine berühmte Szene... Rocky klopft sich fünf Eier ins Glas und dann werden die wenig später auf Ex getrunken. So, guck, 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 guck. Silvester, wie war das damals?
So. Wie war das damals? Disgusting. Ekelhaft. Ja. Schrecklich, wirklich. Okay, wie viele gehen, ohne dass sie dann wieder den Weg zurück in die Freiheit antreten? Wie viele kann man trinken problemlos? Eins? Eight. Acht. Okay, also, so, wenn jetzt also 100 Beamte der Stadt Bremen, auch einfach Angestellte, Menschen, die Parkknöllchen verteilen, als Indiana Jones verkleidet, und ich sag mal, wir drücken durchaus auch ein Auge zu, also wenn so ein Indiana Jones aus Delmenhorst dabei ist, nehmen wir natürlich auch den, wenn die jetzt reinkommen, dann habe ich diese Wette verloren und ein paar Eier gewonnen. Also, Vorhang auf. Ich bin sehr gespannt. Erstmal kommt... Oh mein Gott. Es kommen ja welche. Dreizehn, 14, schöne Jacke. Sind Sie Beamter? Beamter? Vollziehungsbeamter. Vollziehungsbeamter. Gerichtsvollzieher. Ah, verstehe. Der Mann mit dem Kuckuck. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin beim Amt für Soziale Dienste. Beim Amt für Soziale Dienste? Macht Sinn. Was machen Sie? Sie sind doch nicht Beamtin. Was machen Sie? Sozialversicherungsmanagement. Alles Beamte? Alle Angestellte? So, wie viele kommen denn da noch? Ist das alles? Wie viele sind es denn? Wie viele sind es denn? Schau mal, 1, 2, 3, 4, da hier, die sind ja nummeriert. 29, 34, 30, 32, 35? 35? Wer sind Sie? Und machen was? Ich bin in der Stadtbibliothek Bremen. In der Stadtbibliothek? Ja. Eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Bin froh, dass Sie da sind, aber es sind nicht 100. Was machen Sie? Ich bin Polizeibeamter. Polizeibeamter? Ja. Straßendienst oder? Ich bin noch in der Ausbildung im fünften Semester. Ich verstehe. Okay. Was machen Sie? Ich bin bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Direkt bei der Senatorin, ja. Angelascht. Okay. Wenn die Sie so sieht, brauchen Sie am Montag nicht wieder zum Dienst zu erscheinen. Was machen Sie? Ich bin Abgeordneter in der bremischen Bürgerschaft. Verstehe. Ist man dann schon Beamter? Nein. Ich habe eine Besoldungsnummer von einer Performer. Ich habe mir überlegt, bin ich im öffentlichen Dienst oder nicht. Aber wir haben gedacht, ich habe bei Facebook meine Freunde gefragt, wir müssen ja Bremens Ehre retten. Ja, sehr gut. Wer sind Sie? Ich heiße Holger und war mal im öffentlichen Dienst Krankenpfleger. Okay, das Irre ist, Sie sehen trotz dieser Verkleidung wirklich immer noch aus wie ein Beamter. Echt jetzt? Original. Will ich nicht zu nahe treten, ist nicht schlimm. Alles gut. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht. Ich freue mich, dass ich diese Wette gewonnen habe. Und Bremen hat diese Wette verloren. Aber ich freue mich sehr, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Die Beamten schonen sich. Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Bleibt bitte noch ein bisschen hier bei uns. Also ich sag mal, deutsche Beamte schonen sich, wenn es drauf ankommt, ne? Ja, das kann man so sagen. Ein Wahnsinn. Mann, hab ich ein Glück. So, haben wir schon einen TED? Haben wir schon ein Ergebnis? Haben wir? Höre ich gerade. Und die große Frage ist, wer wird der Wettkönig des heutigen Abends? Also ein sehr klares Ergebnis. Auf dem vierten Platz heute Abend Dario mit dem Eierwurf. Dich hätte ich weiter vorne gesehen. Nichts passiert.
So, wer ist auf dem dritten Platz gelandet? Niklas mit seinem Tablet. Niklas, nicht schlimm. Sehr, sehr ehrenwert. Das heißt, es geht im Finale Walze gegen Schiff. Schweres Gerät. Walze gegen Mähschiff. So. Und der Wettkönig des heutigen Abends hier in Bremen ist Mähschiff gegen Walze. Und es ist die Walze! Jawohl! Alles gut! Alles gut. Komm hoch, Alter, komm! Jawohl! Ja. Ja. Aber hier, das ist deiner, so. Das ist deiner! 50.000 Euro für euch, kommt gerne zu uns, kommt ihr auch bitte zu uns nach vorne, kommt bitte nach vorne! Komm her, lass! Großartig! Komm bitte nach vorne! Bitte nach vorne! Herzlichen Glückwunsch! Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich! Glückwunsch! Dankeschön. Eine Frage haben wir noch. Annalena, Reinhard, ihr hattet gesagt, du willst eine neue Einbauküche, ja. Sie möchte neue Schuhe. Genau. Wie geht das jetzt aus? Was gibt's? Es werden nach der Küche noch ein paar Schuhe übrig bleiben. Es werden nach der Einbauküche noch ein paar Schuhe übrig bleiben. Herzlichen Glückwunsch zu 50.000 Euro. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich zunächst mal bei einer ganz grandiosen Helene Fischer, von der wir im ZDF demnächst noch mehr sehen werden. Herzlichen Dank, Helene, für den Besuch hier in Bremen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ruth, respektive Ruthilein, Maria Kubitschek und Matthias Schweighöf. Frau Ella, demnächst im Kino. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Anja Kling, morgen Abend hier im ZDF. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Sylvester Stallone. Okay, bitte schön. Einmal so. Einmal so. Ich hab mal geboxt. Ungefähr, zack. So, und wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich. Wer kriegt hier noch Blumen? Annalena kriegt noch Blumen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei Elton, der für uns den großen Spaß mitgemacht. Schöne Grüße nach Südtirol. Wunderbar. Ja, es lag an deiner Stimme, Elton. Tut mir leid. Nein, vielen, vielen Dank. Hoffe, wir sehen uns bald wieder, Elton. War ein großer Spaß. Das war's für heute. Herr aus Bremen, hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns bald, nämlich in Halle an der Saale. Dann geht's wieder Wetten, dass. Bis dahin. Dankeschön. Machen Sie es gut. Markus Lanz. Sie können etwas, was sonst niemand kann? Verrückt
verblüffend, völlig unmöglich. Wir freuen uns auf Ihre Wettidee. Bewerben Sie sich jetzt. Einsendungen an wettendas 1136 Wien oder wettendas@orf.at. Der Wette gewonnen! Wetten, das werden Sie Teil der großen Show. Top, die Wette gilt.